We would be honored if you would join us. Hallo, liebe Zuhörende und alle Leser Mein Name ist Nikolas Antohevich im Auftrag von unserem Schöpfer und Imperator Kevin Arnold. In dieser bacchatets geht es um den Star Wars-Roman Brotherhood von Mike Chen. Das Buch erschien am 10. Mai 2022 im Del Rey Verlag. Wir wollen dieses spannende Stück Literatur besprechen und wenn ich wir sage, dann meine ich meine tollen Begleiterin Dasha oder auch Daschweder genannt. <laughs> Hallo alle. Und an unserer Seite auch Sunny. Hallo Sunny. Hallo ihr Lieben. Dasha, erinnere unsere Zuhörenden nochmal, woher man dich vielleicht kennen sollte aus Bucketheads. Das allererste Mal habe ich bei Bucketheads mitgemacht, als wir eine der ersten Newsfolgen aufgenommen haben. Da hatte ich das große Vergnügen, mit Kevin und Jenny gemeinsam die Newsfolge aufzunehmen. Und ich glaube, das wird immer in meinem Gedächtnis bleiben, als du dann sagtest, ich glaube, ich habe noch nie zwei Frauen über Star Wars diskutieren hören. Fakten. <laughs> dann habe ich die zweite Folge von The Book of Boba Fett mit Kevin gemeinsam auswerten dürfen. Genauso wie die letzte Folge zusammen mit Lasse und Kevin. Dankeschön, Dasha. Und Sunny hingegen ist unser neuester Zuwachs. Frisch doch unser Gedächtnis auf, wo wir dich schon das eine Mal gehört haben. Genau, ich bin mal ganz kurz in der Episode mit Frauen in Star Wars aufgetaucht und habe da eine Memo mit beigetragen. Ja, um einen zeitlichen Kontext zu geben. Wir haben Brotherhood noch vor dem Start der Obi-Wan Kenobi-Serie am 27. Mai 2022 gelesen. Die Stimmung ist dementsprechend leicht ekstatisch. Spüre ich das richtig? Streich bitte das leicht. Also ekstatisch, überekstatisch, supraekstatisch. <laughs> auf jeden Fall. Absolut. Wir stecken voll in den Vorbereitungen. Ja, es hat doch bei mir vielleicht etwas damit zu tun, dass ich für Ewan McGregor ganz besondere Gefühle hege seit. Vielen, vielen Jahren. Absolut verständlich. Zum Ablauf dieser Folge. Wir haben einen spoilerfreien Teil, in dem wir sowohl über den Autor als auch über unsere Leseerfahrung sprechen wollen. Danach gehen wir jedoch tiefer in die Materie hinein, schauen uns die Protagonistinnen an, die Motive, Themen und Anspielungen im Roman, ja, unsere Lieblingsstellen wir versuchen aber auch kritisch Sachen anzusprechen, die uns persönlich weniger gefallen haben. Und zu guter Letzt vergeben wir Küberkristalle <laughs> in unserem ja. eigens kreierten Ranking System. Wer also das Buch noch nicht gelesen hat, kann die Folge an entsprechender Stelle unterbrechen und wenn die Zeit reif ist, dann wieder zu uns zurückkommen. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Sunny, Dasha. Hattet ihr vor unserer Vorbereitung zu Brotherhood vom Autor Mike Chen schon mal irgendwas gehört? Ich nämlich nicht. Nee, bin ich auch raus, habe ich davor noch nicht gekannt. Geht mir genauso. Erst dann, als ich mich mit Brotherhood auseinandergesetzt habe und erfahren habe, dass Mike Chen das Buch schreibt, habe ich dann gegoogelt, ob er sonst noch weitere Dauerswerke geschrieben hat und dann erfahren, dass er eine der Geschichten bei dem Buch From a certain point of view geschrieben hat. Aber ich muss zugeben, trotz dessen, dass ich jetzt schon die Möglichkeit gehabt hätte, das zu lesen, Asch auf mein Haupt, ich habe es noch nicht geschafft. Sprich, oh. ah. Hausaufgaben. Nicht gemachte Hausaufgaben, ja, ja, kein Vorbild, ich weiß. Na dann sollte ja diese Besprechung <laughs> vielleicht noch ein größerer Anreiz sein, das zu tun. Zum Autor Mike Chen selbst, der lebt in der San Francisco Bay Area. Der ist ein Mann mit vielen Interessen und Fähigkeiten. Der hat unter anderem einen Abschluss als Ingenieur, ist tätig als DJ und Musiker, hat seinen Start als ja, so erwerbstätiger Autor im Bereich des Sportjournalismus. Er hat für Fox Sports geschrieben, aber auch auf seinen eigenen eishockey -Blog. Sein Übergang zum ja mittlerweile geschätzten Romanautor in der Sci-Fi-Gattung erfolgte. Erst kürzlich, und zwar 2019, mit seinem Debütroman Here and Now and Then, und seitdem waren die Tore weit geöffnet für den. Der hat Schlag auf Schlag Romane geschrieben: A Beginning at the End, We Could Be Heroes und sein neuester Roman Light Years from Home. Und wie wir gerade eben schon angemerkt haben, der hat auch schon Berührungspunkte mit Star Wars gehabt mit seiner Kurzgeschichte in der Kurzgeschichtensammlung From a Certain Point of View. Das kam 2020. Raus und vielleicht kennt ihr auch noch ein paar von seinen Artikeln, die er online geschrieben hat, zum Beispiel The Star Wars Machete Order, a Youngling Case Study. Hier beschreibt er ganz süß, wie er seiner siebenjährigen Tochter Star Wars nahebringen möchte, mittels dieser speziellen Machetenreihenfolge. Sicherlich wichtig für alle Erziehungsberechtigten, die sich dieser Aufgabe noch stellen wollen oder eigentlich müssen. <laughs> ich denke, es ist fair zu sagen, dass wir es mit einem Auto zu tun haben, der sich jetzt erst einen Namen macht. Habt ihr denn schon vorher etwas von dem gelesen? Dasha hat zugegeben, so nein, noch nicht. Sunny, wie sieht's mit dir aus? Also die Geschichte aus dem Sammelband, die den Titel Disturbance hat, habe ich davor gelesen gehabt, ja. Für alle, die ihre Bücher gerne hören statt lesen, kann ich auch die Audioversion von Disturbance empfehlen. Sam Witwer hat nämlich diese Kurzgeschichte eingesprochen. Den kennen wir unter anderem als Synchronsprecher des animierten Mauls oder von Starkiller aus The Force Unleashed. Emperor Palpatine felt a great disturbance in the Force. It erupted clear as a ship emerging from hyperspace, sending shockwaves through the dark and the The cold in the flame. Oh, Gänsehaut. Ich bereue es, dass ich es nicht als Audio gehört habe. Es ist so gut. Manchmal hat es was Gutes, keine Hausaufgaben zu machen. Ich lese es <laughs> mir nicht, ich höre es mir Ja. Ja, die Kurzgeschichte kenne ich auch. Ich habe zudem noch zwei Romane von Mike Chen gelesen: A Beginning at the End und We Could Be Heroes. Wobei ich Ersteres eher als Lesetipp empfehlen würde. In dem Buch erzählt er die Geschichte verschiedener ProtagonistInnen, die in einer postpandemischen Welt versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Sagt euch das was? Ich habe die Texte zu schätzen gelernt in Hinsicht auf die Charaktertiefen, die er Seite für Seite ausschöpft und er gibt tiefe Einblicke in den Geist seiner Figuren, die oft einen psychischen Ballast mit sich schleppen und sich deshalb, ja, Defensiv geben, Probleme verdrängen, wegschauen oder stagnieren. Es ist aber nie schwere Kost, es ist einfach zu lesen und die Anzahl der Figuren in seinen Geschichten ist auch sehr überschaubar. Mike Chen geht auch sehr mitfühlend mit seinen Charakteren um und konstruiert auch die Handlung so, dass die Figuren die Chance bekommen, Erkenntnisse zu gewinnen und diese alten Lasten als neue Ressourcen zu nutzen in ihrem Leben. Und ist es dann so, dass es eine Hauptperson gibt, aus dessen sich das ganze Buch dann handelt oder sieht man es aus verschiedenen Blickwinkeln? Bei A Beginning at the End sind es verschiedene Blickwinkel dieser verschiedenen Protagonistinnen. Genau. Okay. Ja, und dieser hoffnungsvolle Ansatz hat mich sehr optimistisch gestimmt für Brotherhood. Mal sehen, ob sich da auch etwas in unserer Besprechung gleich wiedererkennen lässt. Zu unserer Allgemeine Leseerfahrung. Bevor wir hier ausführlich über das Buch sprechen, interessiert mich doch noch, wie die Lektüre für euch war. War sie leicht oder problematisch? War das Buch zu lang, zu kurz? Wie habt ihr die Sprache empfunden? Und zu welchem Zeitpunkt in eurem Leben hat das Buch euch begleitet? Mich hat sie in einer Zeit begleitet, wo ich mir gerade alles unter den Nagel reiße, was irgendwie mit Obi-Wan Kenobi zu tun hat. Einfach als Einstimmer für die Serie. Ich habe mir kurz davor noch die beiden Bücher über Padme Amidala durchgelesen, Queen's Shadow und Queen's Hope, da ja auch Hoffnung der Königin ganz kurz vor den Ereignissen von Brotherhood steht und der Autor ja auch schon vorab das Buch lesen konnte, um seinen Zeitstrahl mehr oder weniger daran anzupassen. Ansonsten, ich fand es von der Länge her voll in Ordnung. Ich denke, die Seiten hat er auch definitiv gebraucht, um das alles so zu erzählen. Und von der Sprache her gab es für mich schon immer mal wieder Wörter, die ich nachgucken musste. Aber man kennt es ja teilweise, dass wenn ein Autor komplizierte Wörter benutzt, dass er sie dann gerne immer wieder benutzt. Und wenn man es dann einmal durchgelesen hat, dann versteht man auch das nächste Mal, wenn das Wort vorkommt. Dasha, wie sah es bei dir aus? Ja, wenn du nach dem Zeitpunkt in meinem Leben fragst, gibt es keine schnelle Antwort, muss ich sagen. Deswegen hole ich mal ganz kurz aus, da das tatsächlich meine Leseerfahrung maßgeblich geprägt hat dazu gesagt, ich bin gebürtige Ukrainerin aus Kiew und seit dem 24. Februar hat sich irgendwie gefühlt bei mir im Leben alles so verändert, wie ich es davor nicht wirklich gehalten habe. Und in den ersten beiden Monaten danach war es Wars für mich überhaupt kein Thema. Also, es war so weit weg von dem, wo ich mich befand, aber es ging allem in meinem Leben im Endeffekt so. Aber während des letzten Monats habe ich irgendwie wiederum versucht, eine gewisse Normalität für mich wieder zurückzugewinnen. Und dabei war es daraus für mich eine ganz, ganz große Stütze. Als der Trailer von Obi-Wan dann rauskam, der erste, und ich wusste, dass es ein neues Buch gibt, was auch rauskommt, war die Vorfreude schon sehr, sehr, sehr groß. Und es hat mir einfach ein bisschen Hoffnung gegeben, dass ich doch irgendwie einen alten Teil meines Lebens wiederhaben kann und so diese Momente, die mich davor so glücklich gemacht haben und mich beschäftigt haben, dass ich mir das ein Stück weit mit Hilfe von Star Wars zurückholen kann. Mhm. Und das ist doch das, was Star Wars eigentlich für uns alle immer macht, weswegen wir Star Wars so, so, so gern haben. Einfach nur diese Hoffnung und etwas, woran man sich festhalten kann. Von daher, es hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt für mich in dem Sinne kommen können. Und ja, als das Buch am 10. nicht so bei uns per Post ankam, wie wir das uns äh, überlegt haben, <laughs> konnte ich da nicht meine Finger von lassen, das mit dem Hörbuch einfach nur zu starten. Und dabei war wirklich das Problem, die Sprache ist schon anspruchsvoll. Also es ist verständlich, aber man muss sich wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, um alle Nuancen mitzubekommen. Das Hörbuch ist unfassbar gut gesprochen. Manchmal ist die Musikunterlegung nicht ganz eindeutig klar, aber insgesamt sehr, sehr schön und als dann das Buch in meinen Händen war und ich es lesen konnte, war das eigentlich kein Problem mehr. Klar, ein paar schwierige Wörter waren dabei, aber ich überfliege die dann meistens und denke mir schon, komm aus dem Kontext, wirst du das schon im Nachhinein nachvollziehen können, was das war. Und das war dann auch letztendlich so. Ja, die Musikunterlegung scheint ein gängiges Problem zu sein bei den Star Wars Hörbüchern. Das habe ich schon von einigen gehört, dass die Musik entweder nicht immer passt oder auch zu lange eingespielt wird oder auch einfach kurios ausgewählt ist. Ich hatte eine Woche vor der Buchveröffentlichung, eine OP, um meine Nasenscheidewand zu begradigen. Am 4. Mai wohlgemerkt. Gutes Datum. Ich lag dementsprechend krank geschrieben zu Hause rum, gab mich meinen Schmerzen hin. Und in dieser Zeit waren Star Wars Comics und eben das Buch eine wunderbare Linderung und auch eine sinnvolle Unterstützung. Dasha, du hast das Wort Unterstützung genannt. Ich wollte schon eigentlich Ablenkung sagen. Ich fand. Es sehr einfach, das Buch zu lesen, sowohl sprachlich als auch vom Verständnis der Handlung und der Figuren. Und an ein paar Stellen musste ich ja auch das Wörterbuch zücken. <lacht> <lacht> ähm, bei Wörtern wie "debris" da habe ich gedacht, okay, es geht jetzt nicht um den französischen Käseprix. Das war dann aber auch mein persönlicher Ehrgeiz, <laughs> diese Wörter neu kennenzulernen. Es war aber nichts, was man sich nicht aus dem Kontext hätte herleiten können. In meinem Fall jedenfalls. Bei mir war es immer das Wort für Schwärmereien. Man muss mal aufpassen, dass man es nicht irgendwie mit, mit Flatulenzen oder irgendwie so verwechselt. Ah. In, in Flatuation. Weiß, Die auch bekannt sind nach. im Star Wars-Universum. Ja. <laughs> ja, lustig. Und ey, 329 Seiten, eine sehr angenehme Länge, finde ich. Damit schließen wir unseren spoilerfreien Teil ab und laden alle herzlich ein, dieses Stück Star Wars zu lesen. Wer es nicht gemacht hat, worauf wartet ihr? Und zum Einstieg gibt es zunächst eine kleine Zusammenfassung des Inhalts. Seid ihr bereit? Yes, los geht's. Ja. Die Klonkriege haben begonnen. Nicht lange nach der Schlacht von Geonosis wird die Galaxis erneut erschüttert, als ein brutaler Anschlag auf Cato Neimoidia verübt wird. Count Doku, Anführer der Separatistenbewegung, beschuldigt die Republik Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi reist nach Cato Nemodia, um die Unglücksstelle zu untersuchen. Vor Ort trifft er auf die mysteriöse Assage Ventress, die durch manipulative Rhetorik ein schlechtes Licht auf die Republik und die Jedi werfen will. Der Schock sitzt tief, als Obi-Wan Beweise entdeckt, die die Republik belasten. Die Geheimhaltung dieser Befunde sowie taktische Fehler Führen zur Anklage und Einsperrung Obi-Wan's. Anakin Skywalker naht zur Rettung und bricht mit dem Jüngling namens Mel Elizabeth Nakato auf. Im Gerichtshof plädiert Obi-Wan für die Eskalation. Der nemodianische Wächter Kita hält im Gegenzug eine emotionale Anklage gegen Obi-Wan und durch Vedras tückisches Zutun eskaliert die Situation. Dank Anakin's rechtzeitigem Eingriff können die Jedi fliehen. Aber diese Intrige ist an dieser Stelle noch nicht mal vorbei. Zuletzt müssen Obi-Wan und Anakin zusammen einen geplanten Bombenanschlag von Kita vereiteln, der viele Unschuldige in den sicheren Tod reißen würde und Obi-Wan angehängt werden sollte. Die einheimische Wächterin und Scharfschützin Rook retteten in einem Überraschungsmoment die beiden Jedi. Sie ist es auch, die Beweise bezüglich des Anschlags hat, die wiederum die Separatisten belasten. Diese Daten werden gesichert und Assange Ventress wird aufs Erste im Kampf verjagt. Zurück auf Coruscant kündigt Kanzler Palpatine die offizielle Integration des Jedi-Ordens in die große Armee der Republik an. Währenddessen wird in den Holo-Nachrichten von der scheinbaren Schuld der Separatisten am Anschlag auf K. berichtet. So viel zur Handlung. Was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist, dass wir im Roman eine personale Narration haben, jetzt im Gegensatz zur Ich-Erzählung oder auktorialen Erzählung. Das ist insofern wichtig, dass wir als Lesende nur so viel wissen und erkennen können, was die Figuren im Roman uns zeigen. Und Mike Jen beackert ja ein ganz bestimmtes, enges Zeitfenster in der Star Wars Timeline, sprich kurz nach Episode 2. Und scheinbar kurz vor dem Clone Wars-Film und der Serie. Habt ihr denn den Clone Wars-Film und die Serie gesehen? Und falls ja, hatte das einen nennenswerten Einfluss auf eure Rezeption des Buches? Und hat euch das überhaupt interessiert, etwas mehr über diesen Zeitabschnitt zu erfahren? Also ich fand, dass fast schon die Clone Wars-Serie von dem Buch profitiert. Es passiert sehr viel zwischen dem Ende von Episode 2. Und dem Clone Wars Film. Und es schließt nochmal eine gewisse Lücke, wie das wirklich nacheinander passiert ist. Es erklärt, warum Personen so handeln, wie sie handeln. Ich schließe mich an. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, zu sagen, dass. Die Serie von dem Buch profitiert. Ich finde, das ist ein wunderbares Zusammenspiel, das da entsteht. Und zwar nicht nur zwischen The Clone Wars, dem Film der Serie, sondern wirklich auch den Episoden drumherum. Also angefangen bei Episode 2 über The Clone Wars, Film über The Clone Wars, die Serie, als dann auch zu Episode 3. Also es gibt unfassbar viele Stellen, die einfach nur aufeinander. Verweisen, miteinander verwachsen und miteinander harmonieren und dadurch das Ganze wirklich viel, viel greifbarer machen. Und wie war es bei dir, Nico? Ich konnte die Synchronstimmen aus der Serie nicht mehr aus meinem Kopf rauskriegen. Ich habe genau gehört, wie die Personen sprechen, wie sie agieren. Und das war alles schon ein bisschen vorgefertigt durch das Schauen der Serie und des Filmes. Insofern habe ich mich auch gefragt, wie es wohl sein müsste, dieses Buch zu lesen, wenn man eben diese Formate nicht kennt, wenn man nicht damit auch aufgewachsen ist und wie viel man dann eben auch mehr erfahren könnte über diese Protagonistin oder eben auch nicht. Ich hatte auch immer noch mein Auge drauf. Ob ich in irgendeiner Art und Weise einen Bruch in den Eigenschaften der Charaktere sehe, dass es irgendwie nicht nachvollziehbar ist, mhm. wie sie dann im Film oder in der Serie sind. Aber ich fand auch, das war sehr, sehr passend, wie Obi-Wan dargestellt wurde, wie später auch Ventress dargestellt wurde. Es war genau die Ventress, wie man sie kennt. Genau, diese Kohärenz war da. Das fand ich auch sehr schön. Ja, lasst uns doch über diese einzelnen Charaktere sprechen. Sunny, du hast es schon eingeleitet. Was erfahren wir über die Charaktere? Und wir würden mit Anakin starten. Wir begegnen Anakin zu einem besonderen Zeitpunkt seines Lebens am Beginn des Romans. Er wurde zum Midi-Ritter ernannt. Und die Erwartungen, die er an diesen besonderen Moment geknüpft hatte, wurden für den nicht erfüllt, weil das ja alles vom Krieg plötzlich überschattet wird. Es gibt diesen zeremoniellen Pep Talk von Mace Windu, den Anakin beiwohnt, wo alle neuen Jedi Ritter an ihre Pflichten erinnert werden und währenddessen driftet Anakin gedanklich ab. Wir kennen das vielleicht aus einer langweiligen Vorlesung oder aus der Schule, wenn der Unterricht nicht so spannend ist. Und er meinte auch, er hat die Rede schon sehr oft gehört. Und das kommt auch sehr schön zum Ausdruck, wie Anakin zu Mace steht. Absolut, ja. <laughs> Aber ist es nicht bitte, das ausgerechnet Mace Windu diese Rede. Ja, Mace Windu wird ein bisschen zum Boomer. Ja. ja, und während dieser Ansprache erlebt Anakin eine Kette von bildlichen Assoziationen. Das scheint wohl dadurch getriggert zu sein, dass er diese Animositäten zu Mace Windu spürt und das erinnert ihn sofort an seine Padawan Zeit. Und Anakin erinnert sich, wie seine Altersgenossen ihn gehänselt haben. Weil er der Auserwählte sei. Diese Info hat offensichtlich schnell die Runde gemacht damals im Tempel. Und ich muss mir immer wieder noch mal ins Gedächtnis rufen: Der war ja neun Jahre alt, als er in eine ganz andere Welt verpflanzt wurde. Da kommt ein Junge aus einer untersten sozialen Schicht der Galaxie, ein befreiter Sklave, und gelangt quasi, wie jetzt für unsere Verhältnisse, in eine Elite-Privatschule und wird als Heilsbringer angekündigt. Und wenn ich da kurz an meine Grundschulzeit zurückdenke, wie Kinder sich verhalten in diesem Alter, ist es auch ganz nachvollziehbar für mich, dass Annie von den anderen aufgezogen wurde und dass ihm auch dieses Anderssein schon so früh aufgedrückt wurde. Gleichzeitig kehrt er in dieser Gedankenkette zu seiner Mutter zurück, die ihm in seiner Kindheit die Geschichte des Sonnendrachens erzählt. Und im nächsten Zug erinnert sich auch an den Mord an den Sandleuten und letztendlich an die beruhigende und starke Präsenz von Qui-Gon. Und dieser Einstieg in Anakins Verfassung im Kapitel 2 fand ich super stark und sehr spannend. Da ist ein junger Mann an einem Wendepunkt in seinem Leben, der Traumata mit sich trägt. Und diese Erinnerungen blitzen bei ihm auf und ringen um die Aufmerksamkeit, ohne dass sie jemals wirklich verarbeitet werden. Die Mutter ist tot. Qui-Gon ist tot. Er ist dem sozialen Umfeld entrissen als Kind. Seine Kindheit im Meditempel, echt kompliziert. Und ich dachte, Mann, dieser Mensch hat einiges durchgemacht und er wirkt auf mich total alleingelassen mit all dem. Hattet ihr auch diesen Eindruck? Wie habt ihr den Anakin am Anfang wahrgenommen? Eben diese nicht verarbeiteten Traumata, von denen du erzählt hast, die sind ja ausschlaggebend für alles andere, was mit Anakin passiert. Und ich finde es durchaus... Bemerkenswert, wenn es ein Auto schafft, einen Charakter, den wir schon so lange kennen, der so viele Geschichten um sich geschart hat, auf diese Art und Weise noch einmal darzustellen und ihn noch mal ein Stückchen greifbarer und verständlicher zu machen, sodass dieser Bruch, der damals entstanden ist zwischen Episode 2 und Episode 3, wie diese Entwicklung auch innerhalb Episode 3 von Anakin passieren konnte, das wird klarer und verständlicher dargestellt. Ja, aber ich finde, das hatte man auch gar nicht auf dem Schirm. Also man hat ihn kritisiert in Episode 2. Woher kommen diese ganzen emotionalen Sprünge? Und einmal ist er traurig und dann ist er wieder wütend. Und woher kommt es denn? Und man hat noch nie erfahren, dass er so eine schwere Zeit im Jedi-Tempel am Anfang hatte und dass da solche Dispute auch irgendwo zwischen den Jedi stecken und dass Mace Windu plötzlich auch ihm genervte Blicke geben kann, das kannten wir noch gar nicht. Das finde ich sehr schön beleuchtet in dem Buch. Es gibt in dem Comic Obi Wan und Anakin aus dem Jahr 2016 auch noch so einen kurzen Rückblick auf seine Kindheit, wo er auch aufgezogen wurde, deshalb, dass er ein Sklave ist. Also auch dieses Dasein als Sklavenkind. Das hängt ihm auch noch so ein bisschen an und hinterher. Ich finde, es rundet dann nochmal so ein bisschen das Bild ab, wenn man das noch in Erinnerung hat. Dasha, wenn du sagst, das hat Folgen für ihn, das hat Konsequenzen, was meinst du? Kannst du da auf etwas genauer eingehen? Ja, letztendlich die Tatsache, dass er auf die dunkle Seite übergeht. Es ist ja die Endkonsequenz, alle dessen, was ihm passierte. Also, es passierte nicht aus dem heiteren Himmel. Und dass er immer auch eine gewisse Dunkelheit in sich trägt, beruht ja auf seinen Erfahrungen. Es ist ja auch nicht so, dass alles schlecht ist beim Anakin. Ich weiß nicht, wie euch das ging beim Lesen, aber es gab auch ein paar Momente, da hat er mich wirklich für sich gewonnen. Und da habe ich gedacht, Mann, diese Person hätte vielleicht eine ganz andere Zukunft gehabt, wenn er nicht an gewisse Sachen gebunden wäre, wie zum Beispiel den Jedi-Orden oder wenn er die Möglichkeit hätte gewisse Sachen zu verarbeiten in Begleitung von anderen Personen ja. mit Hilfe von Therapeuten von einem Coach <laughs> denn offensichtlich bekommt er diese Hilfe nicht oder er fragt auch nicht nach dieser Hilfe das ist ja auch etwas was Obi-Wan Kenobi über Anakin sagt Anakin ist nicht gut darin um Hilfe zu bitten aber das widerspricht doch eigentlich auch dem Kodex der Jedi, das zu verarbeiten, wenn das Ziel es eigentlich ist, zu lernen, loszulassen. Also gefühlt ist es ja irgendwie die Therapie der Jedi, du musst einfach lernen, loszulassen, und das kann man durchaus hinterfragen. Ich finde, das sieht man auch noch mal ganz deutlich bei Obi Wan, was passiert, wenn man lernt, loszulassen, aber dass es auf Anakins Erfahrungen eben nicht ausreichend ist, um diese zu verarbeiten, das wird hier deutlich klar. Und es gibt Charaktereigenschaften an Anakin, die nicht erwünscht sind, nach dem Jedi Kodex, also die Leidenschaft und diese unglaubliche Bereitschaft für andere Sorge zu tragen, für andere mitzufühlen und die wir wahrscheinlich jetzt so unter uns in unserer Realität als positive Eigenschaften doch auch formulieren würden. Und da gibt es diesen Konflikt in ihm. Er möchte seine nächsten schützen und retten. Motiviert scheint das aber durch Verlustängste. Aber auf der anderen Seite will er auch nicht den Jedi-Orden verlassen. Was wäre denn die Alternative für ihn? Ich finde diese Spannung, die ist unglaublich und kaum auszuhalten. <laughs> Beim Lesen habe ich mir wirklich gewünscht, geh da raus, geh raus aus dieser Situation, es kann nicht gut enden. Ja, voll und ganz. Also all das, was du beschreibst, ist ja im Endeffekt der Inbegriff des Menschseins, das ist ja so menschlich, diese ganzen Eigenschaften und dementsprechend so natürlich und es widerspricht irgendwie allem, sich dagegen zu wehren. Ne? Und das ist ja gerade herausragend, wenn es jemanden gibt, der bereit ist, sich aufzuopfern, um anderen zu helfen. Wir sehen das ja in Episode 1, als wir Anakin kennenlernen. Er zögert keine Sekunde, den anderen zu helfen und zieht sie ja da alle aus der Scheiße heraus im Endeffekt, während sie auf Tatooine festsitzen und das zieht sich durch und diese Eigenschaft verliert er nicht und im Endeffekt ist es glaube ich auch das, was Qui-Gon in ihm auch irgendwo gesehen hat. Und ihn auch teilweise zu dem Auserwählten in seine Augen gemacht hat. Und deswegen ist es wirklich kaum auszuhalten zu sehen, wie der Jedi Orden in dem Moment versucht, dieses Menschsein, diese positiven Eigenschaften, die für uns als normale Menschen wirklich positiv sind, herauszutreiben. Ich frage mich auch, dass wenn Anakin wirklich als sehr, sehr junge Person in Jedi-Orden gekommen wäre, ob die es dann erfolgreich geschafft hätten, diese Eigenschaften ihm abzutrainieren. Oder ob dann der Kern trotzdem immer noch da wäre und es trotzdem für ihn irgendwann problematisch geworden wäre. Und eigentlich auch, was für tolle Menschen es eigentlich im Jedi-Orden gibt, denen sowas abtrainiert wurde. Und Yodas Aussage, er ist zu alt, oder Mace Windows Aussage, er ist zu alt, Entschuldigung. Macht für mich hier noch mal mehr Sinn, weil ich einfach sehe, ja, er war zu alt, um wirklich seiner Familie, seiner Mutter entrissen zu werden. Er musste ja auch Kids da verlassen <laughs> und sein ganzes Milieu, in dem er da fest eingebunden war. Natürlich vermisst er das, natürlich möchte er da zurück auch irgendwie als Kind. Und deswegen hätte er ja auch erst recht queigern gebraucht, der hin und wieder mal so ein bisschen die Regeln gebrochen hatte oder sich sie selber so hingerichtet hatte, wie er es wollte und er hätte Anakin bestimmten besseren Umgang mit den Emotionen auch beibringen können. Guter Punkt, ja. Ich hab gesagt, Anakin sieht so aus, als ob er ganz allein gelassen wäre. Wie sieht's denn mit den Personen um ihn herum aus? Wir haben ja Padme. Wir haben Palpatine. Du hast jetzt Qui-Gon angesprochen. Welchen Einfluss haben die auf den? Wie habt ihr das interpretiert in dem Buch? Wenn sie wirklich das, was sie sagen, so meinen würden, wären sie die perfekten Personen so in seinem Leben, die ihn verstehen, die mit ihnen über diese Traumata sprechen, also vor allem auch Palpatine, der sich ihm ja sehr zuwendet, nur dass er halt leider andere Intentionen dahinter hatte. Aber er war dann auch so eine Vaterfigur, der sich anvertrauen konnte, wo er teilweise sich Obi-Wan nicht anvertrauen konnte, weil da halt dieser Jedi-Mentor dahinter stand. Und Padme ist an seiner Seite, nur er dürfte es halt eigentlich nicht wegen dem Jedi da sein. Wir haben eben diese zwei erwachsene Personen, die ihn begleiten. Zum einen Palpatine, der ihm sehr viele positive Rückmeldungen gibt und ihm beisteht und eine große Vertrauensperson ist und auch ihm das sagt, was ein junger Mensch ganz verständlich und normal hören möchte, nämlich Du machst das gut, du machst das richtig, du bist richtig wie du bist. Es ist gut, dass es dich gibt, ne? Sowas hört er im Jedi Orden eher weniger. Und dann haben wir Obi-Wan, der für ihn zwar auch eine unfassbar vertrauensvolle Person ist, aber zu der er eine ganz besondere Beziehung hat, weil es eben keiner Vater-Sohn-Beziehung ist und auch Brüderlich, ja, zum Schluss vielleicht eher, aber diese Beziehung ist eben vor allem als Mentor und Schüler auch davon geprägt. Und Anakin ist auch immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Obi-Wan, egal wie rebellisch er ist, aber es ist eben eine Beziehung, die doch weit außerhalb des Familiären steht. Ja, und mit Palpatine, ich fand dieses Gespräch zwischen den beiden so unheimlich und stark, denn. Er ist die einzige Person, die ihn fragt: Wie geht es dir? Du kannst mir alles erzählen. Er sucht diesen intimen Kontakt und die Verletzlichkeit, die er da aufbaut. Also er öffnet ja den Raum, so ein Safe Space. Hör mal, ich werde dich nicht so bewerten wie die, die es tun. Du kannst mir alles sagen. Das ist ja eigentlich schon so eine Großvaterfigur oder der ideale Vater. Und der Anakin vertraut dem und weiß, dass er eigentlich nur ihm diese Sachen anvertrauen kann, wie zum Beispiel das Massaker an den Sandleuten. Das erzählt er ja nicht Obi-Wan, das weiß Padme, aber ansonsten ist das sein Geheimnis. Und er spricht ja auch mit der gleichen Sprache, wie Schmi Skywalkers tut. Er benutzt das Wort Herz. Anakin habe ein immenses Herz. Und damit trifft er ihn natürlich genau an der richtigen Stelle, um ihn dann als seinen eigenen Schüler auf seine Seite zu ziehen emotional dieses Spielchen das mit dem spielt ist echt krass und ich liebe es wie es beschrieben wird im Buch absolut ich muss sagen ich finde es auch um einiges beeindruckender das zu lesen und nicht im Film zu sehen was ich meine ist dass im Film jedes Mal wenn Palpatine irgendetwas vermeidlich Gutes macht. Wir hören im Hintergrund die bedrohliche Musik, die uns verrät. Er macht das, weil er seine Hintergedanken hat. Es ist schon so überlegt. Im Buch liest man das einfach ohne das Ganze und kann wirklich sich vorstellen, dass wenn die Musik einem nicht verrät oder das Setting vom Bild im Film, das nicht einem verrät, glaubt man Palpatine das absolut. Ne? Es wirkt unfassbar glaubwürdig, menschlich, freundlich. Man möchte eigentlich ihm Danke sagen dafür, dass er sich so um Anakin kümmert. Endlich mal einer. Beim Lesen habt ihr bestimmt gemerkt, dass es einige Motive gibt oder sogar auch Leitmotive, Bilder, die sich immer wieder wiederholen und ja, scheinbar auch eine Bedeutung mit sich führen. Bei Anakin ist das vor allem der Sonnendrache. Der wird in Kapitel 2 eingeführt und erscheint. Hier und da im Laufe des Romans und Mike Chen bedient sich hier eines Motivs, das bereits in der Romanversion zur Episode 3 von Matthew Stover geschaffen wurde. In Kapitel 1 dieses Romans schreibt Stover: Auf Tatooine erzählen sich die Kinder von Drachen, die in Sonnen leben. Kleine Verwandte der Sonnendrachen leben angeblich in den Fusionsreaktoren, die alle mit Energie versorgen, von Raumschiffen bis zu Pottrennern. Ach, das ist Und wie das so bei mündlichen Überlieferungen ist, gibt es verschiedene Variationen zu dieser Sonnendrachengeschichte. In Schmies Version hütet der Sonnendrache das, was am wichtigsten ist, seine Schätze. Und diese Beschreibung finden wir auch bei Chen in seiner Kurzgeschichte Disturbance. Und Anakin erinnert sich an bestimmte Worte seiner Mutter, die sagt, du bist der Sonnendrache. Du hast das stärkste Herz. Glaube immer daran. Würdet ihr diese Geschichte Kindern erzählen? Was glaubt ihr, welche Intention hatte Schmie? Ich denke, so eine Geschichte hinterlässt einen großen Interpretationsfreiraum, weil ich am Anfang auch nicht ganz wusste, wie ich das jetzt zu verstehen habe, weil es halt leicht gesagt ist mit einem großen Herz und halt dieses typische, du musst an dich glauben. Aber indem man da viel Freiraum hat, kann man sich das halt so zurechtlegen, wie man das möchte. Und Anakin hilft es ja auch in den dunkleren Zeiten oder wenn er eine neue Motivation braucht, dann vorwärts zu gehen. Und in dem Sinne ist es ja, absolut gerechtfertigt, dass es diese Geschichte gibt und dass Schmie ihm das immer so erzählt hat. Man könnte jetzt denken, dass Schmie Anakin jetzt von vornherein als etwas Besseres darstellen möchte, ne? eine gewisse Arroganz in ihm damit einpflegt. Oder aber es ist mehr die Interpretation, die Sani bereits beschrieben hat. Es ist eine großartige Bestärkung für ihn und etwas, was ihn an sich selbst glauben lässt, ihm selbst Kraft gibt als Sklave. In einer sehr, sehr schwierigen Welt zu überleben. Das darf man ja nicht vergessen. Und wenn ich an meine Erfahrungen mit relativ jungen Kindern zurückdenke, finde ich, dass es auch da immer zwei Möglichkeiten gibt. Eben, wenn ein Kind gerade auch vielleicht in schwierigen Zeiten steckt und nicht immer alles richtig macht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du weißt darauf hin, dass das Kind nicht alles richtig macht und dreht es auf dem Negativen rum. Oder du bestärkst das Kind das besser zu machen, das gut zu machen und das Negative bleibt minimal und du sagst nicht, na, das war jetzt aber doof, was du gemacht hast, mach das nie wieder, sondern du sagst, ey, du bist doch viel zu gut dafür, dass du so einen Quatsch hier anstellst, dass du dich hier so blöd verhältst, du bist der Sondrache. du bist gut, also handel auch genauso und das sind für mich zwei, ja, im Endeffekt Erziehungsstile, die man pflegen kann und ich kann das total nachvollziehen, dass in der Welt, in der Schmie und Anakin leben sie sich für diesen Weg entscheidet, der positiven Bestärkung. Ja, ich sehe das ähnlich wie ihr. Wobei ich auch beim Lesen mir die Frage gestellt habe, wo ist die Pointe von dieser Geschichte? <laughs> es scheint tatsächlich eine Bestärkung zu sein, ein Mutmachen auch. Ich frage mich, ob das aber nicht eben bei Ennekin ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Das ist ja auch immer so, wenn uns jemand von außen sagt, wer wir sind, anstatt zu sagen, was wir machen, was wir richtig machen, was wir falsch machen, das hat nochmal eine ganz andere Energie, die wir mit in das Erwachsenenleben mitnehmen. Und dieses Bild verfestigt sich auch bei Anakin. Er sieht sich offensichtlich als die Sonne im Zentrum. Und er beschreibt doch, er ist die Sonne, die die Planeten um ihn herum, seine Mitmenschen, mit seinem impulsiven Handeln aus der Bahn bringt. Und alle haben einen Plan, alle haben eine Strategie oder folgen irgendwelchen Regeln, er jedoch nicht. Also er weiß das, er weiß, dass er impulsiv ist, dass er unkontrolliert ist. Als ich nochmal zu Matthew Stover und zu dem Roman zu Episode 3 gegriffen habe, wurde da für mich noch etwas klarer, warum der Sonnenrache auch für Anakin ein destruktives Leitbild sein könnte. Da wird erzählt, wie Anakin damals als Padawan auf eine Mission mit Obi-Wan Kenobi gegangen ist. Und sie stießen auf ihre Reise auf einen erkalteten Zwergstern. Und dieser Anblick erschreckte Anakin zutiefst. Und Obi-Wan musste ihm erklären, hör mal, das ist der Wille der Macht. Alles stirbt auf dieser Welt und in diesem Kosmos. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir als Jedi alles loslassen, dass wir das lernen. Und bei mir hat es dann nochmal Klick gemacht, denn wenn Anakin sich selbst als diesen Sonnendrachen sieht, diese Sonne im Zentrum, und dass seine wichtige Aufgabe ist, seine Liebsten zu beschützen, seine Schätze, dann darf er ja natürlich nicht sterben, sondern er muss einen Weg finden, das Leben und diese Bindungen, die so wichtig sind für ihn, unnatürlich lange aufrechtzuerhalten, über den Tod hinaus. Und es wird ja auch dargestellt, dass sobald dieser Drache eben erlischt und erkaltet, dass dann die Furcht irgendwo die Oberhand übernimmt und man das vermeiden sollte. Und ich finde, dass wenn Schmie eben immer zu ihm sagt, so Du bist derjenige, der für die anderen da ist, der ein großes Herz hat, dass es auch so eine große Bürde ist für Anakin und der so viel Verantwortung hat, dass er der Sonnendrache ist, was ihm ja auch irgendwo dann zum Verhängnis wird. Und wenn wir noch beim Sonnentrachen bleiben, da gibt es ja eine direkte Verbindung zum Ende vom Buch. Da führt nämlich in ein Gespräch mit Mill, das ja ein Schlüsselmoment ist für beide Charaktere auch. Er betont in dem Gespräch, dass er das Gefühl kennt, zu zweifeln, nicht zu wissen, ob er dazugehört zum Jedi-Orden. Und er geht so weit zu sagen, du verdienst es, ein Jedi zu sein. Du hast dich mit der Macht verbunden. Du hast die Kontrolle über sie. Da hatte ich den Eindruck, dass er sehr viel auf Mill projiziert, vielleicht sich selbst auch überzeugen möchte und auch einer Logik folgt, die echt nicht sehr nach den Jedi Kodex klingt. Der pervertiert hier die Natur der Macht. Um Han Solo aus The Force Awakens zu zitieren. That's not how the Force works. <laughs> die Macht, ob du sie nun wahrnimmst oder nicht, die leitet dich, ja, umgibt dich, durchdringt dich. Sagt ja Yoda im Empire Strikes Back. For my ally. Entschuldigung. For my ally is the force. <laughs> die Macht ist eine verbündete. Der Schlüsselmoment kommt dann für Anakin und Mill, als beide gemeinsam meditieren. Anakin erkennt in dieser Meditation, dass er nicht zwischen Liebe, Partnerschaft, Freundschaft und dem Pflichten der Jedi wählen will. Er will seinen eigenen Weg finden. Er wird alles dafür tun, weil er der Feuerdrache ist. Er hat dieses Herz, dieses immense, mächtige Herz, das stärker ist als jeder Stern. Und tja, mit genügender Fürsorge kann er alles erreichen. Im Endeffekt sagt er ja zu Mill in dem Moment alles das, was er wahrscheinlich gerne selbst gehört hätte. Genau. Ne? Das ist ja auch genau ja. das, was du mit der Projektion meinst. Also alles das, was ihm gefehlt hat, zu hören, sagte er. Und wir erleben das ja auch später bei seinem eigenen Padawan, ne? dass er auch zu Asoka so ist, wie zu ihm niemand gewesen ist. Und deswegen, also ich würde sagen, das ist hier eine Überkompensation, die auf jeden Fall stattfindet und die aber Anakin dadurch greifbarer macht in seinen Facetten. Und man sieht es ja auch direkt so geschrieben, dass Anakin sagt, er hätte sich auch manchmal von Obi-Wan gewünscht, dass er sich neben ihn setzt und ihm einfach mal zuhört und sich einfach um ihn kümmert. Das ist nicht nur was, was wir uns selber da interpretiert haben, sondern es steht ganz klar und deutlich so drinnen. Ein anderes Motiv, was wir bei Anakin auch immer wieder im Buch finden, ne? Ist der Sand so prägnant, wie er auch schon in Episode 2 war. Und dieser Sand ist auch meist in Verbindung mit seiner neuen Hand, nachdem er seine eigene Hand verloren hatte im Kampf mit Doku. Jetzt hat er ja diese. Prothese dran, diese, wie er sie beschreibt, künstliche Erweiterung, die sich fast so bewegt, wie er möchte, aber nicht 100 Prozent. Er findet ihm auch so, dass die Texturen an dieser Hand nicht so natürlich wirken und er verdeckt sie auch mit einem Handschuh, wobei er auch immer sagt, dass Padme sich nicht daran stört. Und das mit dem Handschuh hat aber auch den Sinn, dass er immer wieder Sand begegnet, ob es jetzt auf dem Bergbauplaneten längsten ist, wo so ein blau gefärbter Sand über die Oberfläche hinweggeweht wird. Dann zieht er sich den Handschuh noch mal enger, damit auch ja kein Sand in diese Servos von seiner Hand gelangen. Und er hat da ja auch in dieser Hand eine neuronale Schnittstelle, dass er alles spürt an Wärme, an Berührungen. Und in diesen Gelenken der Hand gelangen dann immer wieder Körner. Und das irritiert ihn komplett, das nervt ihn. Und Padme sagt dann eben auch: Ja, gut, du bist halt auf Tatooine aufgewachsen. Ich kann verstehen, dass du doch mal eine andere Vorgeschichte hast mit dem Sand. Was will uns der Auto hier eigentlich mitteilen? Der nimmt sich wirklich die Zeit dafür, über diesen Sand ein bisschen zu sprechen, der eben in seine Hand reingelangt. Und Padme die für Anakin eigentlich jemand ist, die immer eine andere Perspektive reinbringen kann, eine die auch mitgefühl hat, eine die eine sehr große Beobachtungsgabe hat, die sagt ihm in dem Moment eben Anakin, ich verstehe, warum du Sand nicht magst. Das war so ein profunder Satz für mich, weil Padme versteht, dass Anakin eine Kindheit erlebt hat als Sklave auf einen sehr rauen Planeten und auch arbeiten musste als Kind und sie sieht das Gesamtbild sie sieht nicht den Sand und ich glaube es geht auch gar nicht um den Sand der Sand ist nur der Repräsentant für etwas was Anakin eben mit seiner Kindheit assoziiert das sind die Gefühle das sind die Erlebnisse das ist eben das womit er aufgewachsen ist und für mich war es an dieser Stelle so ein Moment von Okay, ich lache normalerweise, wenn dieses Zitat in Episode 2 zu hören ist und es ist zu einem Meme geworden. Aber jetzt nach dem Lesen denke ich, der Sand ist etwas sehr Unangenehmes für Anakin, denn so wie ich es verstehe, ist es seine gesamte Kindheit, die für ihn auch diese unangenehme Komponente mit sich führt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, am besten irgendwie vielleicht mit Gerüchen vergleichbar. Es gibt Gerüche, die versetzen uns gedanklich in eine absolut andere Welt, in eine absolut andere Zeit. Es gibt eine Gesichtscreme, die meine Mutti benutzt hat, als ich klein war. Und ich habe irgendwann als Erwachsene an einem ähnlichen Geruch geschnuppert. Und ich hatte das Gefühl, ich bin sechs und im Badezimmer und schnupper an der Gesichtscreme meiner Mutter. Ach, schönes Beispiel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Sand gefühlt sowas auch bei Anakin auslöst. Und vor allem nach dem ganzen Massaker auf Tatooine, das er angerichtet hat, auch immer wieder diese Erinnerung mit hochholt. Ne? Das wird ihm dadurch immer schwerer gemacht, loszulassen. Ja, und Sunny, die Hand. Er beschreibt, dass diese neue Hand immer so eine Mikrosekunde einen Unterschied hat zu seiner Empfindung und seiner natürlichen Bewegung. Vor allem, als es ihr zum Ende hin vom Buch zu einem Kampf kommt zwischen ihm und Ventress. Und kurz bevor Avengers trifft, denkt er sich noch nochmal, oh, kann ich jetzt intern irgendwas nochmal kalibrieren oder mich irgendwie darauf vorbereiten, dass ich diese Differenz nicht habe. Irgendwann hat er dann aber so die Einleuchtung, dass seine Hand sich nicht ihm anpassen muss, sondern sein Bewusstsein der Hand. Womit die Hand für mich, für seine neue Rolle als Jedi Ritter steht und eben dieses Annehmen, dass. Er das schlecht steuern kann und sein Bewusstsein muss sich seiner neuen Rolle anpassen. Zumindest war das meine Interpretation. Und ist das nicht eine Lehre fürs Leben, die uns hier ein bisschen aufgedrückt wird? Akzeptiere den Wandel. Ich weiß nicht, ob ich da immer so bin. Ich bin eher der Typ Anakin. Nein, ich will das aber nicht. Ich kann das anders. Natürlich Veränderung und das wissen wir auch von Anakins Kindheit aus Episode 1. Er mag Veränderungen nicht. Weshalb ich auch glaube, dass es eben auch schwierig für ihn ist, diese Hand zu akzeptieren. Aber am Ende doch die Erkenntnis gewinnt und das finde ich eben auch stark für Anakin, dass er das tut, obwohl er am Ende Darth Vader wird. Da hat auch Mike Chen in meinen Augen wieder ein feines Händchen und auch ein mitfühlendes Händchen für Charaktere dass sie eben nicht schwarz und weiß sind, sondern auch im Leben Sachen lernen können und dass ein tragisches Ende eben auch verschiedene Wege haben kann, dass es nicht eine geradlinige Sache ist, die einen in den Abgrund führt und Anakin ist ja auch gerade an einem Punkt, wo sich einfach sehr viel verändert, indem er jetzt neu mit Padme verheiratet ist, indem sich die Beziehung oder das Mentor-Schüler-Verhältnis mit Obi-Wan ändert. Er erwähnt ja nochmal den Punkt, dass eben wie er sich an die Hand anpassen muss, so muss er sich jetzt auch an das neue Gefüge hier anpassen mit Obi-Wan. Und ja, da passieren gerade ganz viele Sachen gleichzeitig, wo es unabdingbar ist, die Veränderung zu akzeptieren. Apropos Padme und die neue Ehe, die beide führen. Es gibt diese eine Stelle im Buch, wo Anakin und Padme auf einem Markt sind und Foodtrucks besuchen und so Köstlichkeiten cool. verspeisen. Großer Schock, Padme ist Fleischesserin. Ich hätte es nicht gedacht. Hättet ihr es gedacht? <laughs> Hm, hab mir nie Gedanken darüber gemacht. Geht mir genauso. Tatsächlich Frage, die ich mir nie im Star Wars Universum gestellt <laughs> habe, weil ich vermute, dass sie dem Problem des Klimawandels schon längst technisch begegnen konnten. <laughs> und Anakin schenkt Patme seinen Padawan-Zopf in Form einer Halskette. Und beim ersten Lesedurchgang hatte ich so ein leichtes, mulmiges Gefühl im Magen und dachte, hm, wie seltsam. Lasst uns das mal. Kurz besprechen, wie habt ihr darauf reagiert und wie versteht ihr diese Geste? Also, im ersten Moment habe ich überhaupt nicht verstanden, wie ich mir diese Kette vorzustellen habe. Ich habe das immer wieder durchgelesen, aber ich wusste nicht, wie diese Kette aussehen soll. Aber es ist vielleicht so ein bisschen too much, dass er Pat mir diesen Zopf schenkt. Ich weiß nicht, Dasha, was waren deine Gedanken dazu? Hm, das war eine dieser Stellen, bei denen ich mir dachte, hm. Ich mache mir da nicht zu viele Gedanken darüber, weil es mir sonst irgendwie mh, vermiest wird. Ich habe das für mich so interpretiert, dass Mike Chen hier so ein bisschen den Verweis auf Episode 1 wieder aufnehmen wollte, an den Moment, als Anakin Padme den Anhänger schlitzt und schenkt, den wir dann auch am Ende der Episode 3 sehen, als sie erdigt wird. Und das war für mich einfach nur, weil er so viele Verweise eingebaut hat. Und wodurch man das Gefühl hatte, man arbeitet mit was Vertrautem. Das kenne ich doch schon. Das war für mich eher so diese Sache: wir sehen hier wieder etwas, was wir bereits kennen, etwas anders verpackt, etwas erweitert. Aber letztendlich, wir sehen nun mal am Ende der Episode 3 den geschlitzten Anhänger und nicht den Padawanzopf, sonst würden wir wissen, wie das aussieht. Weswegen es für mich persönlich einfach nicht so wichtig war. Du hast die Parallele gesehen, habe ich nicht. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen aus diesem indifferenten oder too much-Gefühl in eine andere Richtung ziehen. Oh ja, bitte. Weil mich mein Gefühl auch nicht weit gebracht hat und ich wollte darüber nachdenken, <laughs> warum gerade dieses Geschenk. Ich habe meine Uni-Unterlagen rausgepackt zu der frühen Neuzeit, also 16. bis 18. Jahrhundert, und nochmal rumgestöbert und habe tatsächlich hilfreiche Notizen gerade dazu gefunden. Und wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass das Abschneiden von Haaren auch eine Ankündigung eines Lebensabschnitts bedeuten kann. Ein Neuanfang, ja. Das assoziieren wir vor allem jetzt so im modernen Leben, ne? wenn wir jemanden sehen und oh, du hast eine neue Frisur, ja, ich habe mich getrennt. So, <laughs> aber die Praxis, Haare als Werkmaterial für Schmuck zu benutzen, war schon in der Renaissance üblich und erreichte ihren Höhepunkt im 18. Jahrhundert. Hier im europäischen Kontext der literarischen Zeit der Empfindsamkeit. Das gilt ja simpel gesagt als das Zeitalter der Liebesbriefe und der Intimität als neuen Code für die Kommunikation. Diesen Padawansow kann man hier als Memorial Schmuck verstehen, der damals eben eine neue Kunstgattung etabliert hat. Dieses Haarandenken findet man in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und religiösen Ausrichtungen wieder. Was ich aber interessant fand, ist die Sicht des geschenkten Haars als Artefakt, das zunächst Naturzeichen ist, und dann mit dem Akt des Abschneidens in ein Kulturzeichen übergeht. Das Haar ist die Repräsentation des Geliebten, der nicht präsent ist, aber sozusagen die erfüllte Abwesenheit darstellt. Es ist ein Spiel von Anwesenheit und Abwesenheit. Und das Haar wurde so verarbeitet bei Anakin, dass es nicht mehr primär als natürliches Objekt gelesen wird, sondern als Schmuckstück. Es ist eine Kette. Und ähnlich spielen ja auch Anakin und Padme mit ihrer Sichtbarkeit. Sie zeigen sich nur an ominösen, zwielichtigen Orten in unauffälliger Kleidung. Sie dürfen ja nicht erkannt werden. Und Anakin darf auch nichts besitzen. Möchte aber trotzdem Padme etwas Wahres, etwas Authentisches geben, das an ihre Bindung erinnern soll. Ja, und dass es auch ausgerechnet der Padawanshopf ist. Bringt noch so eine Spannung hinein, weil es ja auch so ein Lebensabschnitt seiner Kindheit und seiner Jugend ist. Und auch das Abtrennen von einem Körperteil verweist ja schon rückwärts auf den Verlust seines rechten Unterarms und nochmals vorwärts auf die weiteren Glieder, die der Arme mit der Zeit verlieren wird. Also Liebe und Verlust werden in diesem Stück Körperteil kodiert. Lasst uns von Anakins Motiven übergehen zu der Darstellung von Obi-Wan Kenobi. Dascha, was konntest du da für dich mitnehmen? Ja, ich habe mich gefragt, ob es vor allem etwas gibt, was wir über Obi Wan neues erfahren, was wir noch nicht konnten, und inwieweit die Darstellung, die wir aus den Filmen kennen, zu der Darstellung in dem Buch passt. Und das Größte, was ich über ihn erfahren habe, ist tatsächlich, dass er verdammt viel über Anakin nachdenkt. Also wirklich verdammt, verdammt viel. <laughs> Wir erfahren, dass nach Geonosis die beiden eigentlich kaum Zeit füreinander hatten. Obi-Wan weiß nicht, wie es Anakin mit seinem neuen Arm geht. Man bekommt hier relativ schnell mit, dass das Ganze, was in Brotherhood stattfindet, wirklich unmittelbar nach Episode 2 stattfindet. Also da ist nicht so viel Zeit dazwischen vergangen. Dementsprechend weiß Obi-Wan auch nicht, was genau auf Tatooine passiert ist. Er weiß nur, dass Anakin mit Padme da waren und dass da irgendwas vorgefallen sein sollte fragt sich aber die ganze Zeit, was es denn war. Und er fragt sich auch, wie es Anakin geht, nachdem er jetzt zum Jedi Ritter ernannt wurde. Also das alles sind Fragen, die er sich stellt und sie sich nicht wirklich beantworten kann. Am Ende des Buches ärgert sich Obi-Wan enorm darüber, dass er sich keine Zeit genommen hat, auch schon früher mit Anakin zu sprechen. Tatsächlich sprechen sie am Ende des Buches erst und rückwirkend betrachtet ist es für Obi-Wan eine große Sache, dass er Anakin dann eben nicht früher gefragt hat, was mit seiner Mutter auf Tatooine passierte. Gleichzeitig befindet er sich aber in einem zweischneidigen Verhältnis, denn er möchte Anakin auch Raum lassen, ihm alles selbst zu erzählen, wenn er bereit dafür ist und eben ihn nicht ausquetschen. Wir erfahren außerdem, dass nach seiner Ernennung zum Jedi-Ritter die Verbindung zwischen dem ehemaligen Meister und Schüler verloren gegangen ist. Die Einheit, die sie davor trotz ihrer Unterschiede in früheren Jahren gebildet haben, hat sich mit der Ernennung teilweise aufgelöst. Zumindest fühlt Obi-Wan das. Gleichzeitig übte er sich fleißig im Loslassen von Anakin in seinen Gedanken und in seinen Taten. Mike Chen sucht dafür auch wunderbare Wege, es auch in sprachlichen Bildern zu verdeutlichen. So haben wir am Anfang des Buches eine Stelle nach der Rede bei der Ernennung der Jedi Ritter. An dieser Stelle geht Anakin ohne Obi-Wan und Obi-Wan folgt ihm im gewissen Abstand. Also er folgt ihm buchstäblich aus seinem Weg nach der Zeremonie, stellt dann aber fest, dass er ihn loslassen muss und vergrößert den Abstand zwischen den beiden. Also hier ja. wird mit sprachlichen Bildern ganz, ganz deutlich gearbeitet. Ja. Es wird außerdem noch auf einer anderen Ebene verdeutlicht, wie stark sich Obi-Wan im Loslassen vorangebracht hat. Es werden nämlich seine Gefühle für Satin angesprochen, noch einmal gezeigt. Wir erfahren, dass er eigentlich immer noch was für sie empfindet, aber er gelernt hat, ganz aktiv diese Gefühle loszulassen. Und genau dieses Loslassen hilft ihm letztendlich dabei, die Verbindung zu Anakin wieder aufzubauen. Aber auf einer neuen Ebene, eben auf der Ebene als gleiche, denn am Ende des Buches erfahren wir, wie sie es schaffen, dadurch wieder zu einer Einheit zu werden. Was ich besonders spannend fand, ist, wie das Buch auf die Beziehung zwischen Anakin und Padme aus der Sicht von Obi-Wan eingegangen ist, denn... Wir lesen hier, dass er eindeutig bemerkt, dass es eine Anziehung zwischen den beiden gibt. In sprachlichen Bildern beschreibt sie hier als Magnete, die zueinander angezogen werden und das spürt Obi-Wan auch. Er sucht aber oft nach einer plausiblen Erklärung für seine Beobachtungen. Er weiß auch, dass Anakin in sie verliebt war, strich ist und er spürt ganz deutlich die Veränderungen in der Macht in Form von Emotionen, die Anakin empfindet, wenn Anakin Padme begegnet. Er spürt dann Neugier, Anbetung, Freude, Angst, Furcht und vor allem Leidenschaft. Und diese Leidenschaft sieht Obi-Wan als das gefährlichste von allem. Und in dem Buch beobachtet Obi-Wan sogar eine recht intime Geste zwischen den beiden. Nämlich als Padme Anakin hinter dem Ohr anfasst, genau an der Stelle, wo früher sein Padawan-Zopf war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde schon sehr intim dieses mit der Hand hinter das Ohr, vor allem wenn man bedenkt, was da für ein Größenunterschied zwischen den beiden ist. Ja, Menschen. entschuldige, das ist eine erogene Zone, also die ja. Temperatur steigt. <laughs> Ja, und ich habe mich natürlich gefragt, warum Obi-Wan nichts dagegen unternimmt. Als Mentor von Anakin. Auch da liefert uns das Buch Ansätze, eine Erklärung dafür zu finden, was ich sehr, sehr spannend fand. Zum einen, er kommt sich sehr, sehr heuchlerisch vor. Würde er da einschreiten, wenn wir eben daran denken, was er mit Satin alles erlebt hat? Zum anderen, weil. Ganz banal, der Krieg gerade drüber steht. Also in dieser kurzen Zeit, in der er all das beobachtet hat, ist in dieser riesigen Galaxis Krieg ausgebrochen. Es sterben täglich Menschen und er trägt eine enorme Verantwortung dafür, genau dagegen was zu unternehmen und ist gezwungen, Prioritäten zu setzen. Findet ihr diese von mir gefundenen Erklärungen plausibel? Man sieht ja auch, dass Obi-Wan am Anfang fest entschlossen ist, dass er jetzt mit Anakin drüber sprechen muss, zu einem Zeitpunkt, der ein bisschen besser passt, weil da gerade noch sehr viel nebenher war und er steckt doch immer so in dem Dilemma, dass er in Kontakt stand <laughs> mit dem Jedi Rat und er hatte selber Gewissensbisse, soll er es jetzt ihnen sagen, noch bevor er überhaupt mit Anakin drüber gesprochen hat und entscheidet sich dann auch eben sich erstmal noch zurückzuhalten und als dann endlich der Moment kam, dass er mal mit ihm hätte sprechen können, da überkommen ihm plötzlich ganz andere Eingebungen. Er stellt dann fest, dass vielleicht Obi Wan zu sehr versucht hat, ein Mentor zu sein für Anakin, als einfach mal menschlich zu sein und gefühlvoll zu sein, so wie Qui Gon damals zu Anakin war. Und dann wird er plötzlich überflutet von Gefühlen an Reue und er sagt sich selber, er muss jetzt Genauso wie es Qui-Gon damals schon gemacht hat, in Anakin's Entscheidungen vertrauen und beschließt dann, dass er da nicht eingreift. Aber auch, weil einfach eine seiner größten Schwächen ist, Emotionen zuzulassen und so emotionale Gespräche zu führen. Absolut eine ganz, ganz spannende Stelle, auf die du eingehst. Denn letztendlich bekommen wir am Ende des Buches genau diese weitere Erklärung, warum nach all dem Hin und Her Obi-Wan sich eben entscheidet, nicht einzuschreiten. Und weder mit Anakin noch mit dem Jedi-Rat seine Bedenken zu teilen. Er entscheidet sich nämlich dafür, an Anakin aus dem tiefsten Herzen zu glauben und ist sich sicher, dass er, wenn es soweit ist, die richtige Entscheidung treffen wird. Und auch wenn es 26 Jahre später dann erst passiert und Anakin. Den Imperator in den Schacht runterschmeißt. So hatte Obi-Wan aber doch recht gehabt. Man könnte sagen, dass es für ihn doch eigentlich hätte wichtiger sein müssen, sich um seinen Padawan zu kümmern und dafür zu sorgen, dass er womöglich was Verbotenes macht. Ehrlich gesagt dachte ich das mir immer, also ich konnte da Obi-Wan nie verstehen und habe mir gedacht, Mensch, das ist deine Verantwortung, dich darum zu kümmern. Also zumindest mit Anakin selbst müsstest du sprechen, was jetzt mit Jedi Rat passiert. Ist eine andere Sache, aber das Buch hat mir genug Verständnis dafür geliefert, warum letztendlich er sich bewusst dafür entscheidet, das Ganze für sich zu behalten. Nikolas, wie siehst du die Dicht von Obi-Wan auf Padmes und Anakins Beziehung? Ja, vor allem nach der Lektüre von Master and Apprentice habe ich schon verstanden, dass Obi-Wan nicht so gut mit Gefühlen umgeht, beziehungsweise er hat so eine kleine... Empathieschwäche. Und mit diesem Wissen war ich dann ein bisschen weniger frustriert beim Lesen von Brotherhood, denn Obi-Wan Kenobi hat mich echt genervt an diesen Stellen, weil alle Karten liegen auf dem Tisch. Er spürt diese Gefühle. Er weiß, dass Anakin verliebt war oder noch weiterhin ist. Also der sammelt eigentlich alle Beweise und im Endeffekt sagt er: Nee, nicht jetzt. Es gab so viele Momente, wo er wirklich etwas hätte sagen können. Aber es gab auch die Momente, die er hatte im Alleine-Sein, wo er diese Was wäre, wenn Geschichten gestartet hat? Was wäre, wenn ich mit Satine Kreese damals durchgebrannt wäre? Und Dasha, du meinst, er hat Gefühle für Satine, vielleicht auch noch weiterhin. Aber Mike Chen sagt uns nie, welche Gefühle das sind. Und diese Was wäre wenn Passagen gehen auch immer ganz kurz und erzählen uns nie über die Fantasien, die er hat. Das sind Fantasien, die uns als Lesenden versperrt bleiben. Beim Lesen hat mich das ein bisschen frustriert. Da habe ich mir gewünscht, Mann, geh doch jetzt rein in diese unterbewusste Ebene von Obi-Wan Kenobi. Ich will tiefer reingehen und nicht nur mich an diese Wand stoßen, die eben Obi-Wan Kenobi sich selbst setzt, weil er sagt oder denkt dann, beziehungsweise, nee, ich lasse jetzt diesen Gedanken weiterziehen, weil ich eben ein Jedi bin. Und da sieht man, wie sehr er in der Rolle verhaftet ist, ein Jedi zu sein. Und die automatische Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, gibt es eigentlich einen Obi-Wan Kenobi, der keine Rolle erfüllen muss? Und an manchen Passagen von dem Buch, merkt man auch, wie reflektiert er ist und dass er sich diesen Charaktereigenschaften bewusst ist. Ja. Also er weiß, dass seine Denkweise sehr stark von Rationalität geprägt ist. Und der Moment, als ihm da diese Reue hochkommt, denkt er auch drüber nach. Ja, Qui Gon hat ja auch im Buch Master and Apprentice den Sitz im Jedi-Rat extra abgelehnt, obwohl er wirklich so kurz davor war, Obi Wan als Padawan aufzugeben für diesen Sitz. Aber er hat sich dagegen entschieden, dass er weiter für Obi-Wan da sein kann. Und er macht es sehr öffentlich, was er alles für Obi-Wan tun würde und wie seine Gefühle da eben stehen. Und das schafft Obi-Wan nicht. Ich denke, es wird hier einfach nur sehr bewusst aufgebaut. Der Gegensatz zwischen Anakin und Obi-Wan, die werden durch das gesamte Buch ja als starke Gegensätze beschrieben. Und das wird ja noch einmal verdeutlicht. All das, was Anakin eben nicht schafft, sich zu distanzieren, loszulassen, eine Reflexion seiner Handlungen einzuführen. All das sehen wir bei Obi Wan, aber in dem Sinne bis an die Spitze getrieben, dass er teilweise wirklich sehr unnahbar und in seinen Rollen verhaftet, Nikolas, wie du das sagst, uns erscheint. Ne? Also Aber was Obi Wan ja auch wieder ein bisschen Hoffnung macht, ist, wenn er Anakin zusammen mit dem Youngling Mill sieht, dass plötzlich Anakin Lehrweisen von Qui-Gon anwendet und. Und sagt, dass wir die Gefühle von Mill Elibeth nicht beurteilen sollten. Genau das. Und das überrascht Obi-Wan plötzlich total. Und dann sagt er sich eben erst recht, wir müssen auf Qui-Gons Urteil über Anakin einfach vertrauen. Diese Lehre macht es ja auch so verständlich für mich, dass Obi-Wan Kenobi nicht urteilsfrei auf seine eigene Vergangenheit schauen kann und auf seine Liebschaft. Ich denke, das ist meine Interpretation, dass er diese Gefühle verurteilt und wegpacken möchte, weil es eben böse ist, schlecht, nicht konform mit dem Jedi-Kodex. Und dementsprechend ist er auch nicht in der Lage, Anakin's Transgressionen anzusprechen, weil es genauso ein Tabuthema ist. Denn wenn er das anerkennen würde, dass Anakin eine geheime und verbotene Beziehung hat, dann müsste er auch in sich selbst reinschauen und sich seiner eigenen Gefühle wirklich bewusst werden. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo er nicht dazu bereit ist. Ich würde als letzten Punkt im Blick auf Obi-Wan gerne seine Rolle als Mitglied im Jedi-Rat noch einmal ganz kurz beleuchten, denn das ist tatsächlich eine Entwicklung, die für seinen Charakter sehr, sehr wichtig war. Obi-Wan denkt oft an Qui-Gon und daran, dass er wegen ihm kein Mitglied des Jedi-Rates wurde. Und die Tatsache, dass er jetzt selbst ein Mitglied ist, beschäftigt ihn sehr. Vor allem, weil er sich schuldig fühlt deswegen. Also, es ist schon eine Last, die er mitträgt. Und es zeigt auch, dass auch ein Obi-Wan eben nicht schafft, alles von sich zu weisen und alles loszulassen, dass es auch Punkte gibt, die ihn auch wirklich ganz, ganz tief beschäftigen und Gleichzeitig, neben dieser Schuld, fühlte er sich auch den Mitgliedern des Rates unterlegen. Also eigentlich für sich reflektierend fühlte er sich nicht auf der gleichen Ebene. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass hier eben gezeigt wird, dass auch Obi-Wan mit sich zu kämpfen hat. Auch eine weitere Erklärung, warum er vielleicht nicht den Raum für Emotionen und Gedanken an Anakin teilweise hat oder sich nicht in Anakin so reinversetzen kann, wie es notwendig wäre. Denn er selbst trägt eine Last, die es eben nicht möglich ist, loszulassen für ihn. Lasst uns von Obi-Wan zu Mill Elibeth überleiten. Eine ganz neue Figur, die hier eingeführt wird. Genau, sie ist ja auch einer der Hauptcharaktere. Sie ist inspiriert worden von der titelgebenden Figur Nausikaa aus dem Tal des Windes von dem Produzenten Hayao Miyazaki. Ich hatte den Film gesehen und ich sehe da schon gewisse Ähnlichkeiten, wobei Nausikaa eher jemand ist, sie kann gut mit Tieren umgehen, so den Gemütszustand von Tieren verstehen. Und Mill ist ja ein Zabrak-Youngling wo ich mich schon gefragt hat, hat das was auszusagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts auszusagen hat, da ja auch es damals ein Zabrak war, der Anakin's und Obi-Wans Leben auf den Kopf gestellt hat. Mill ist gerade in dem Stadium, wo sie kurz vor der Reise nach Ilm ist, um ihren eigenen Khyber-Kristall zu entdecken. Und die ganzen Jünglinge sind da schon am Rumbuseln in dem Jedi-Tempel und die freuen sich alle total drauf. Aber Mill kann diese Freude nicht so ganz teilen, weil der Krieg überschattet gerade alles. Und für sie ist in der Hinsicht ein Lichtschwert auch bloß eine weitere Waffe im Krieg. Was die Sache noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass sie eine besondere Fähigkeit hat, die Machtempathie. Wenn sie eben Bilder vom Krieg sieht oder Diskussionen darüber hört, dann kommt ihr im wahrsten Sinne so, des Wortes Übelkeit hoch und ihr geht's nicht gut damit und es geht dann so weit, dass sie sagt, sie möchte sich gerne von der Macht komplett abschirmen, weil sie das sonst nicht anders erträgt. Anakin bemerkt auch dieses, er nennt es Vakuum in der Macht, dass wenn Mill versucht, sich von der Macht abzuschirmen, es ist so stark, dass er darauf aufmerksam wird, aber es ist nicht so, dass es allen auffällt. Also Anakin speziell fällt es dann nochmal auf. So wie sie am Anfang beschrieben wird, erscheint Mill wie so ein kleines Mysterium. Und wir erfahren, dass sie eben eine Sabrak ist. Und du hast auch gesagt, okay, da gibt es eine Verbindung zu Maul oder Darth Maul. Und ich habe mir dann noch Gedanken gemacht, okay, warum denn gerade diese Spezies? Sabraks haben ja zwei Herzen. Ja. Und da gibt es auch vielleicht diese Verbindung, vielleicht leidet sie. Doppelt <laughs> oder kann auch Freude doppelt erfahren, wenn man so auf bildlicher Ebene spricht. Aber was noch wichtiger ist, im Text erfahren wir, dass sie zeitlebens in der Nähe von Gewalt und Leiden gelebt hat. Und wo genau das gewesen sein sollte und was da genau passiert ist, da lässt uns der Text ein bisschen im Stich. Und vom Kanon her wissen wir, dass Sabrax auf Dathomir, Leben. Das ist dann eine Kolonie, die sich dort angesiedelt hat, die Brüder der Nacht. Und die werden unterdrückt von den Schwestern der Nacht. Da gibt es ein ganz klares Machtgefälle. Aber ursprünglich kommen sie vom Planeten Iridonia. Und da habe ich irgendwo mal gelesen, dass auch dieser Planet ziemlich tough ist zum Leben und dass die Sabrax eigentlich sehr schmerzresilient sind und sich diesen Schmerzen nicht wirklich hingeben, um überleben zu können. Ich habe mich dann eben gefragt, ob hier es gewisse Verbindungen gibt eben auch zu Mill. Was man noch mal in Vordergrund rücken kann auf längsten, das ist ja eben ein Planet, der angegriffen wurde, wo sehr viel Schutt und Asche rumliegt und plötzlich sagt Mill, dass sie da was wahrnimmt in diesem Schutt und Asche und schiebt das alles so ein bisschen auf die Seite und sie entdeckt plötzlich eine kleine Blume, die ihre Blätter ganz eifrig Richtung Sonne streckt. Ja, das war ein starker Moment auch für mich, weil die Blume als Symbol in so verschiedenen Diskursen ihre Wurzeln hat sozusagen. Es hat mich persönlich an Thich Nhat Han erinnert, einen vietnamesischen buddhistischen Mönch, der schrieb unter anderem ein sehr schönes Buch unter dem Titel "Ohne Schlamm kein Lotus: Die Kunst, Leid zu verwandeln". Und dann kam auch bei mir die Verknüpfung zu der deutschen Literaturgeschichte. Da dachte ich an die blaue Blume als Symbol der Romantik. Und blau ist ja auch der Sand auf Längsten. Das war so eine unheimliche Parallele. Und diese blaue Blume steht vor allem für die Sehnsucht, die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, aber auch die Wanderschaft. Bei Josef von Eichendorff heißt es in der ersten Strophe des Gedichts, die blaue Blume. Ich suche die blaue Blume, ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüht. Und ist das nicht schön, dass Mill sie gefunden hat? Und das scheint ja auch so eine Antizipation zu sein auf das, was am Ende mit ihr passieren wird. Also hat Mike Chan Josef von Eichendorf gelesen, können wir jetzt mal davon ausgehen. Ganz bestimmt. <laughs> Im Laufe der Handlung erfahren wir dann auch, dass Anakin Mill mitnimmt auf Kate und Neimodia und auf diesem Planeten lernt sie immer mehr mit der Macht dann umzugehen, also sie merkt nicht nur, was die Leute fühlen, sondern auch wie sie es fühlen, also wo steckt denn auch die Ursache von dem ihrem Leid und sie nimmt plötzlich die Macht auch nicht mehr als ein Hindernis wahr, sondern eher als eine Erweiterung ihrer Sinne und sie findet es auch sehr schwer noch Anakins Emotionen und Empfindungen wahrzunehmen. Das ist eher so eine verwaschene Wolke um ihn rum. Sie kommt da nicht so in das Innere von dem Sturm. Aber er erklärt ihr ja auch am Ende oder legt ihr auch diese Geschichte des Sonnendrachens nahe. Und ab dem Zeitpunkt kann sie das auch plötzlich interpretieren und sieht ihn als den Sonnendrachen. Und Mill kommt dann letzten Endes zu dem Entschluss, dass sie zwar die Macht spürt, aber gar kein Hedi Ritter sein möchte. Hat euch diese Wendung am Schluss überrascht? Denn eigentlich schien es ja so, als ob Anakin versuchen würde, alles dafür zu tun, dass sie ihre Macht akzeptiert, dass sie ihre Fähigkeiten akzeptiert. Und dann kommt plötzlich ihre Entscheidung, nö, ich möchte nicht. Ja, schon. Also ich dachte, sie beschließt sich jetzt auch, sich komplett in die Macht in dem Sinne reinzulehnen und ja, die jedi Ritter-Karriere aufzunehmen. Es würde mich wundern, wenn sie sich dazu entschieden hätte, wirklich Jedi zu werden. Wir hätten irgendwas von ihr mitkriegen müssen in dem Sinne. Also hier hat man auch einen schlauen Weg gebraucht, sich daraus zu ziehen aus der Geschichte, dass sie nirgends mehr, hm. weder in Clone Wars noch in The Clone Wars noch Episode 3 oder oder oder, wir erfahren ja gar nichts mehr von ihr. Gut, man könnte sagen, es gibt Zehntausende von Jedis und sie ist eine von denen, von denen man dann nichts weiter erfährt, aber sie ist ja schon eine prägende Figur gewesen und ich glaube, das ist einfach gut gemacht, um zu erklären, warum sie nicht zu Anakin's Padawan wurde, denn ansonsten hätten wir auch ein Problem zu Ahsoka, als sie auftauchte und ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass es für Anakin etwas ist womit er zu kämpfen hat, dass sie sich so entscheidet. Im Gegenteil hatte ich das Gefühl, dass er ihr ja das gegönnt hat, dass sie ihren eigenen Weg findet und ich könnte mir vorstellen, dass er sie teilweise auch dafür bewunderte, weil er selbst nie loslassen konnte, diesen Gedanken, dass er ein Jedi sein muss. Für mich hat sich das ganz gut gefügt in der ganzen Geschichte. Sie gibt ihm auch noch mal den Anstoß, dass als sie ihn plötzlich als den Sonnendrachen wahrnimmt und was und sie merkt, was es für eine Bedeutung und Verantwortung für Anakin hat, dass sie ihm nahelegt Sie nimmt ihn an der Hand und sagt ihm, du musst nicht immer der Sonnendrache sein. Du hast nicht immer diese Verantwortung. Und das war für mich ein voller Gänsehautmoment. Mike Drop, ja. Ja. Und ich habe auch verstanden, dass Mike Chen hier eine alternative Version des Weges zeigen möchte, was könnte auch Anakin tun, aber wofür entscheidet er sich nicht? Der hadert ja zwischen diesen beiden Welten und möchte einen Mittelweg finden oder möchte einen Weg finden, beides zu kombinieren. Und sie sagt aber ganz klar, nee, ich habe in der Meditation verstanden, ich hatte die Erkenntnis, dass ich meine Macht zwar nutzen möchte, ich möchte die Verbindung aufrechterhalten, aber das heißt nicht, dass ich jedi sein muss dafür. Kleine Parallele zu Ahsoka vielleicht? <laughs> Absolut. Das ist ein Statement, das so viel Mut erfordert, auch zu sagen, nein. Ich sehe einen Weg für mich, der eben außerhalb dieses Jedi-Ordens ist. Und ich glaube daran, dass ich wertvolle Sachen mit meiner Macht tun kann, dass ich anderen helfen kann. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das ist auch für unseren Alltag eigentlich eine Motivation. Aus unserem Leiden etwas zu lernen oder aus unserem Leiden auch einen gewissen Nutzen zu ziehen, wenn wir es denn können. So viel zu Mill Elibeth und unseren Hauptfiguren im Fokus. In alter Bucketheads Tradition wollen wir uns auch die Themen ansehen, die in der Geschichte gesetzt werden. Bei Mill kam schon das Leiden und seine konstruktive Transformation zur Ansprache. Das kann man aber auch auf die anderen Charaktere ausweiten. Und da steht die Frage im Raum, wohin kann das Leiden führen? Sunny? Genau, ich habe mich bei dem Thema auf den Charakter Kita fokussiert. Man erfährt eben, dass er immer wieder von Emotionen geleitet wird, wie Wut und Angst, je nachdem, auf welchen Fuß man ihn gerade erwischt. Und er ist deswegen auch eine leichte Zielscheibe für Assange Ventress, die ihn da manipuliert und diesen Frust und Zorn und die Wut nochmal aus ihm herauskitzelt. Und es ärgert ihn unheimlich, dass die Republik die neymodianische Lebensweise nicht zu schätzen weiß, Kunst und Kultur. Er erzählt also davon, dass damals schon seine Eltern von der Republik ausgeschlossen wurden. Also sie waren eben Künstler, konnten sich aber beruflich gar nicht so darin ausleben, weil sie auch nicht so viel Geld damit verdienen konnten und die Republik hat ihre Kunst verschmäht und sogar Vandalismus mit den Werken betrieben. Also das prägt Kita dann so sehr von klein auf, dass er einfach einen Hass schürt gegen die Republik. Ja, und mit Kita sehen wir ein klares Beispiel, wie Leiden, wenn es denn genährt wird, zu extremen Handlungen führen kann, zu einer Charakterentwicklung, die schließlich in Destruktion endet, in Angst. Soweit, dass er sein eigenes Volk ja auch angreifen möchte, dass er Menschen töten möchte. Es gibt ja auch andere Beispiele in Star Wars, wo das Leiden transformiert werden kann. Und ich denke, das Beste und Berühmteste ist eben Anakin Skywalker, der gegen Ende verstanden hat, dass es um die Liebe geht, dass es um die Verbindung geht zwischen den Menschen und nicht das, was uns trennt. Absolut. Ich muss aber auch sagen, dass für mich der Charakter Kita auch aus einem anderen Blickwinkel ein sehr spannender ist, wie ihn Mike Chen geschrieben hat, nämlich aus der Sicht dessen, was Kita wird, nämlich ein Extremist. Und dieses Thema des Extremismus spielt bei Brotherhood eine sehr zentrale Rolle. Ne? Mike Chen nimmt ja auch diesen Begriff immer wieder, beschreibt ihn arbeitet mit ihm und ich finde es sehr, sehr spannend, weil das auch ein Thema ist, welches in unserem wirklichen Leben sehr bedeutend ist. Wir kennen Extremismus vor allem dann in seiner schlimmsten Art in Zusammenhang mit Terroranschlägen. Ich denke da vor allem an die letzten großen Anschläge in Deutschland, wie das Attentat von Halle im Jahr 2019, als ein Täter versucht hat, an einem jüdischen Feiertag die Jüden in einer Synagoge zu ermorden oder das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016, als ein Lkw in die Menschenmenge gesteuert wurde. Und das sind schreckliche Ereignisse, bei welchen nichts ahnende, unschuldige Menschen ihr Leben lassen mussten, welche von Extremisten ausgeführt wurden in einer echten Welt, einem Rechtsextremen und einem Islamisten. Und Brotherhood eröffnet uns den Blick auf die Geschichte eines Extremisten in der Star wars welt Und ich habe mich gefragt, ob Mike Chen es tatsächlich schafft, dem sehr, sehr schweren Thema gerecht zu werden. Und ich würde mit euch gerne ganz kurz schauen, wie treffend Mike Chen es schafft, die Mechanismen von Radikalisierung darzustellen. Dafür würde ich ganz kurz auf den Begriff vom Extremismus aus politikwissenschaftlicher Sicht schauen. Der politische Extremismus zeichnet sich dadurch aus, dass er den demokratischen Verfassungsstaat ablehnt und ihn beseitigen oder einschränken möchte und das haben wir ganz ganz deutlich hier gegeben und zwar in dem Fall Kita, der die demokratische Republik von seiner Welt weghalten möchte, sie abtrennen möchte. Der Extremismus ist gekennzeichnet durch Freund- und Feindstereotypen. Und durch ein hohes Maß an ideologischem Dogmatismus. Die Freund- und Feind-Stereotypen sind hier ganz, ganz deutlich gegeben. Ventress als Vertreterin von Separatisten dient Kita hier als Freundin. Und die Republik und Obi-Wan ist für Kita ganz deutlich der Feind. Übrigens hier auch eine Verbindung grundsätzlich zu dem Gedankengang der Sith. Mhm. They only deal in absolutes. Was das maß an ideologischem Dogmatismus angeht, also ein Gedankensystem mit dem Anspruch, absolute Wahrheiten zu verbreiten. Auch das trifft hier voll und ganz zu, denn in Kitas Augen ist seine Sicht auf die Republik mit ihrer Verachtung gegenüber seinem Volk die einzige Ware. Des Weiteren wird für Extremisten der eigene Misserfolg. Mit der Manipulation durch finstere Mächte erklärt. Also sind wir hier in dem Bereich von Verschwörungstheorien fast angekommen. Und auch das trifft bei Kita ganz, ganz deutlich zu. Denn er ist davon überzeugt, dass Obi-Wans Aufgabe darin besteht, die Beweise, die zur Republik führen, zu vertuschen. Ja. Also wir wissen, dass es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Aber in seiner Welt ist es seine Theorie, die erklärt, warum diese Manipulation da ist. Und dass ausgerechnet Obi-Wan als Jedi und die Republik hier die finsteren Mächte darstellen, ist natürlich ein starker Kontrast. Wer Gewalt zur Durchsetzung seiner politischen Ziele ausübt, ist ein Extremist. Und Kita ist hier ganz deutlich bereit, sein eigenes Volk für seine Ziele umzubringen. Wir reden hier von der zivilen Bevölkerung. Wir sehen, in den Taten und in der Beschreibung von Kita all diese Charakteristika von Extremismus und das ist für mich ein Zeichen dafür, wie viele Gedanken sich Mike Chen dazu gemacht hat. Er hat seinen Charakter, der sich zum Extremismus verleiten lässt, mit Kriterien wirklich ausgestattet, wodurch Kita und seine Taten für uns so nah und greifbar werden. Konntet ihr für euch die Entscheidung, die Kita letztendlich getroffen hat, die Bomben zu platzieren, nachvollziehen? Ja, also das Verständnis ist schon da, was aber natürlich nicht heißt, dass es auch eine Befürwortung ist. Aufgrund eben der Historie von Kita, ich kann verstehen, dass seine Vorurteile und auch sein eigenes Trauma, also die Ermordung seiner Eltern, die Verachtung, deren Kunst des neomodianischen Lebens dazu geführt haben, dass er schon ein guter Nährboden war für diesen Extremismus, für diese Radikalisierung. Was ich spannend fand, dass Mike Chen uns nicht nur Keta liefert, sondern auch Rook. Denn Keta kann nicht mehr abgeholt werden. Am Ende ist er so verfahren und so steif in seinen Glauben und in seinen Emotionen, dass er nicht mehr davon abgebracht werden kann durch Worte, durch Diskussion. Letztlich wird er ja durch einen Schuss aufgehalten und am Ende gibt ihn noch Rook einen Schlag ins Gesicht. <laughs> Mit dem schönen <laughs> Satz, wir werden unsere Meinung gegenseitig nicht mehr ändern. Es <laughs> war, es war ein sehr schöner Moment, fand ich. Also eine schöne Punchline. <laughs> und Rook ist ja eine Einheimische. Sie ist auch eine, die für das Nemodianische Volk einsteht und auch für eine Wahrheit einstehen will. Aber sie kommt von der anderen Seite. Sie arbeitet mit Obi-Wan Kenobi. Sie ist bereit, mit anderen zu sprechen, mit den Jedi, obwohl sie unterschiedliche Meinungen haben. Und das sind keine kleinen Unterschiede, denn in der Bar sprechen Obi-Wan Kenobi über Gerechtigkeit. Über Wahrheit. Das sind alles Konstrukte, die sehr wichtig sind, die in einer Kultur, in einer Zivilisation, um gut zu funktionieren, einen Konsensus brauchen. Aber zwischen beiden gibt es diesen nicht wirklich. Für Rook ist die Wahrheit etwas selbstkonstruiertes. Sie hat da so eine fast stoische, zynische Haltung, weil sie ja auch viele umgebracht hat im Namen der Wahrheit. Sie hat diese Attentate ausgeübt die teilweise gar nicht legitimiert waren, um eben eine gewisse Wahrheit für Höherstehende in der Politik zu konstruieren. Das kann ja Obiwan überhaupt nicht akzeptieren oder als Wahrheit ansehen. Und auch Gerechtigkeit sagt sie, Gerechtigkeit gibt es nicht für alle. Das ist nur für eine bestimmte Gruppe. Und Obiwan sagt Nein, natürlich. Rechtes Handeln ist so wichtig. Er setzt es gleich mit moralischen Handeln. Er bezeichnet auch Ruuk's Handeln im Endeffekt als ein Handeln nach moralischem Kompass. Trotz dieser Unterschiede haben sie durch Gespräche, durch ja einen Glauben an das Gute, dieses in good faith, das ist ja der Slogan von Obi-Wan Kenobi durchgehend in diesem Buch, durch diesen Glauben haben sie irgendwie zu einer Einigung gefunden, eben für Katie Neimodia im Gegensatz zu Kita, zu dem ich noch mal ganz kurz zurückkehren muss, denn tatsächlich warum jemand radikalisiert wird, egal in welche Richtung, ist ein unfassbar komplexer Prozess und es ist also sehr sehr wichtig, dass das, was wir besprechen, nur ein minimaler Bruchteil der Mechanismen ist, die dazu führen, dass jemand zum Extremisten wird. Aber eines dieser Bruchteile ist eben der Umstand, dass sowohl der Tod nahe Angehöriger als auch Diskriminierungserfahrungen dazu führen können, dass eine Person für Extremismus anfälliger wird. Und beides trifft bei Kita in seiner Geschichte zu. Ich hüte mich davor, solche Gräueltaten wie die Anschläge, über die ich am Anfang gesprochen habe, mit der Lebenserfahrung der Täter zu entschuldigen, aber wir sind hier doch in einem literarischen Werk, der nicht aus dem echten Leben ist und ich finde es wirklich stark, wie lebensnah Mike es geschafft hat, den Charakter Kita mit seiner Radikalisierung zu beschreiben. Und übrigens kann man auch bei Edekins Biografie einige Elemente erkennen, die für eine Radikalisierung begünstigend werden. <laughs> Natürlich, ja. Wie der Tod seiner Mutter, die Gewalt, die er im jungen Alter erfahren hat, die geringe Anerkennung Wertschätzung seitens der Jedi-Rate sein Leben lang. Für mich hat sich das so angefühlt, als hätte das Buch hier eine sehr gelungene Zeitmaschine eingebaut, ein Fenster, durch das wir gucken können, um zu sehen, was letztendlich. Aus Anakin passieren wird, wenn er diesen Weg zur dunklen Seite weitergeht, was bei Kita eben die Radikalisierung war und bei Anakin der Übergang zur dunklen Seite. Habt ihr dann an dieser Stelle den Eindruck, dass Mike Chen hier eine gewisse Belehrung uns nahebringen möchte? Oder ja, Gedankenfutter? Hört mal, das kann passieren, wenn wir nicht sensibel genug sind, wenn wir nicht aufmerksam genug sind, wenn wir. Nicht fragen, hey, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie kommen wir zusammen zu dem Punkt, wo wir friedlich miteinander bleiben können? Ist das hier versteckt? Es kann sein. Ich sehe hier tatsächlich eher die Parallele, dass das, was passiert ist mit Anakin, nicht nur daran liegt, dass er ein mächtiger Jedi ist, dass er der Auserwählte ist, sondern dass genau das Gleiche auch nicht Jedi ist. Passieren kann, auch Wesen passieren kann, die nicht die Macht so beherrschen, wie er das macht. Also, das war eher für mich die Hauptaussage des Ganzen. Aber natürlich kann man das auch so sehen, wie du es beschreibst, als eine Lektion aufmerksam zu sein, mitfühlend zu sein. So viel zu den Themen, die uns aufgefallen sind im Brotherhood, die uns wichtig waren. Kommen wir zu den Anspielungen und den direkten Referenzen in dem Buch. Da gab es ja einige. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist die Ankunft von Sister. Wir kennen sie aus dem Roman A Queen's Hope. Dort wird sie für uns eingeführt. Lasst uns mal kurz reinhören in das Audiobuch, wie sie da dargestellt wird. What's your name, Trooper? Sister, she said. It's how my brothers tell everyone I belong. Belonging is important, Anakin said. He knew that better than most. I was afraid before I left Camino, Sister said. We don't really know what happens to unusual clones, but my brother's never let me doubt. I wasn't sure if the Jedi would understand. The Jedi are all about transcending things, Anakin said. I don't think we can complain if you've transcended gender. Transcended gender, Sister said. We'll work on it, but I like where it's heading. Mein erster Gedanke war auch erstmal noch, dass ich an Omega gedacht hatte, weil sie ja eigentlich der offiziell erste weibliche Klon ist, bis einem dann zu verstehen gegeben wird, eben dass Sister dann eine gewisse Vorgeschichte hat und es ihr auch gar nicht so leicht gefallen ist, da zu ihrem Geschlecht zu stehen, auch gegenüber ihren Brüdern. Was ich auch nochmal eine sehr süße Anspielung fand, ist, dass sie auf ihrem Helm blaue und magentafarbene Streifen hat. Was nochmal ein Wink ist an die Pride-Flagge von Transsexualität. Sehr schön. Ja, ich mag vor allem die Offenheit, die noch trotzdem dargelassen wird bei ihrem Charakter. Die Erzählerin sagt zwar she, aber das ist eine Bedeutungszuschreibung von außen. Sie selbst sagt eigentlich nicht in welches Gender sie gehört. Und Anakin sagt ja eigentlich Transcending Gender. Also geht sie über das hinaus, was wir als Gender und Konstrukt verstehen. Ich hoffe, wir werden sie noch öfter in Star Wars antreffen. Vielleicht bekommt sie auch ihren eigenen Roman. Ach, das wäre schön. Ja. Das würde mich freuen. Dasha, war diese Figur für dich neu? Sie war für mich neu und tatsächlich war das. Das Erste und Einzige, was ich mir beim Lesen herausgeschrieben habe, weil ich nicht vergessen wollte, mit euch darüber zu sprechen, weil ich mir das nicht erklären konnte, also ihre Erscheinung. Ich musste mir die Stelle mehrmals durchlesen, um wirklich sicher zu sein, dass ich es richtig verstehe. Denn auch für mich war Omega bisher die einzige weibliche Klonin. Sagt man das so? Habe ich mich auch gefragt? Jetzt ja. Kann man das gendern? Wir machen es einfach mal. Aber ihr habt mir jetzt glücklicherweise die Hintergrundgeschichte dazu geliefert und ich verstehe jetzt etwas mehr, was ich da gelesen habe. Vielen Dank euch dafür. Was ist euch denn noch aufgefallen? Welche Anspielungen in dem Roman gibt es? Und zwar war es zu dem Zeitpunkt, als Obi Wan hinter Anakin herrennt, als Anakin das Gespräch mit Padme sucht. Und nachdem Patme dann auch weggeht, weiter zu, ich glaube, Bail Organa oder so, redet dann Anakin noch mit einem anderen Jedi. Und das ist ein Lazard-Jedi-Meister. Ja! Gerald <laughs> <laughs> Tapal? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber treue Jedi Fallen Order-Spieler wisst ihr? ja, es ist der Meister von Kel Kestis. Master und selbst Kel Kestus selber wird auch nochmal ganz kurz in dem Buch erwähnt, als ein kleiner rothaariger Jüngling, der eben Gerard Tappel hinterherläuft. Das ist sowas von an mir vorbeigegangen. Wahnsinn cool. Ja. Danke, Sunny. Was ich noch an zwei Stellen wieder entdeckt habe, das waren die Erinnerungen an das Gandarknest. Das wird auch wieder referenziert, <laughs> wobei es nie ins Detail geht, muss ich leider sagen. Und was auch endlich erklärt wird, ist die Stelle in Episode 2, als Anakin zu Obi-Wan sagt, hey, du schuldest mir jetzt noch einen, weil ich habe dir jetzt schon zum zehnten Mal die Haut gerettet. Und Obi-Wan sagt dann, ah, zum neunten Mal, weil die Angelegenheit auf Kate und Modia, die kann man nicht zählen lassen. Anakin, let's be fair, today you were the hero.

Obi-Wan Anakin alleine lässt, quasi sich die Lorbeeren abzuholen, findet dieses Gespräch statt. Stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. Danke, Dasha. Wir haben auch eine literarische Ohrfeige gegen George Lucas und seine Dialoge in Episode 2. Es gibt eine Stelle, die hat mike Chen ganz charmant verpackt und Anakins hölzerne Aussagen und die Dialoge, die er mit Padme geführt hat, hat er so erklärt, dass es seine jugendliche, unbeholfene Art war, die ihn dazu gebracht hat, eben so mit ihr zu sprechen. Und <laughs> Episode 2 und generell die Prequels sind ja nicht bekannt dafür, dass sie meisterhafte Dialoge haben. Und auch in Interviews hat sich Mike Chen ein paar Mal darüber abgelassen, dass die Dialoge ja ein bisschen holprig sind. Und ich meine, wer so ein Buch schreibt wie Brotherhood, hat auch, glaube ich, die Berechtigung, ein bisschen Kritik auszuüben an George Lucas, der auch selbst so gibt, dass es für ihn schwierig ist, Drehbücher zu schreiben. Mir ist ein weiterer Verweis aufgefallen, tatsächlich aber eher durch Zufall, weil ich gerade The Clone Wars, die Serie, mir wieder anschaue. Und als ich in der vierten Staffel mir die Folge 11 angeschaut habe, die Folge heißt Sklaverei auf Deutsch, musste ich sehr an den Moment im Buch denken, als R2-D2 im Buch die Bomben sucht, die Kita in der Stadt verteilt hat. So was ähnliches erleben wir nämlich in dieser Clone Wars-Folge. Ja. Dort wird die gesamte Bevölkerung von Kiros, von Kaunduko, verschleppt. Und es werden von den Separatisten Bomben in der Stadt verteilt und Ahsoka, Anakin und R2-D2 suchen nach diesen Bomben und entschärfen sie. Und R2-D2 hat da so ein Scanbild, auf dem er anzeigt, auf einer Holokarte, wo die Bomben sich verstecken und dann rasen da Ahsoka und Anakin dahin, um die Bomben zu entschärfen. Und das fand ich auch ganz, ganz schön, wie das im Buch aufgenommen wurde. Aber anders verpackt wurde. Also, es war die gleiche Praline, aber in einer anderen Verpackung. Und das fand ich sehr schön. Das hat es für mich wieder sehr konsistent gemacht, das Ganze. Mm, klasse. Danke, Dasha. Und es gibt noch einen Moment, der mich ein bisschen verwirrt hat. Da frage ich mich, wie es euch ging. Obi erinnert sich an eine Situation auf dem Planeten Lenara, der im Roman Padawan von Kirsten White noch erscheinen wird. Das heißt, da ist eine Referenz. Die noch nicht kanonisiert ist, aber durch Recherche im Internet habe ich dann gefunden, dass das Buch Padawan im Juli 2022 rauskommen wird und dieser Planet dort eine Rolle spielen wird. Was ja auch zeigt, wie gut vernetzt Mike Chen ist und auch darauf aufpasst, dass alles schön kohärent ist. Ja, aber so soll das doch auch sein. Dafür haben wir den Kanon, und dafür gibt es schon den ein oder anderen Patzer, der vielleicht die Fans verärgern kann, umso schöner, wenn hier gezeigt wird, wie das gut klappen kann. Habt ihr noch etwas, das ihr erwähnen möchtet? Ich fand es noch schön, die Referenz dazu, wie die Jedi an ihre Rüstungen kommen, die ja. wir in der Serie The Clone Wars dann sehen. Das Buch liefert uns die Erklärung, wie es dazu kommt. Dass sie sich selbst ihre Rüstungsteile zusammenstellen können und dass der eine Jedi dann eben mehr Rüstung trägt, während der andere ganz wenig, wie zum Beispiel Anakin, weil ihm seine Agilität ganz wichtig ist. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Verbindung, die Mike Jen da aufgebaut hat. Kommen wir noch zu Spekulationen und Theorien, die wir haben. Denn nicht alles ist klar. Ne? Mike Chen lässt ein paar Türen offen. Auch in der Vorbereitung haben wir gemerkt: hey, ist das Ende. Wie, wie ist denn das? Erleuchtet mich. <laughs> äh, zum Beispiel gibt es die Frage, wer ist für den Anschlag verantwortlich? Obi-Wan Kenobi sagt irgendwann im Laufe des Buches, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wer dafür verantwortlich ist. Habt ihr denn eine Idee, wer es letzten Endes war? Ich bin fest davon überzeugt dass die Vermutung von Rook stimmt. Beide Parteien, also Separatisten und die Republik, waren in eine geheime Operation verwickelt. Und es gibt nur eine Person, die so etwas organisieren kann, nämlich Kanzler Palpatine, aka. Darth Sidious. Do it. Do it. <laughs> genau, er hat Einfluss auf beiden Seiten. Wir erfahren ja im Verlaufe des Buches, dass sowohl Beweise dafür da sind, dass die Separatisten diesen Angriff getätigt haben, als dass es auch feste Beweise dafür gibt, dass es die Republik war. Sprich, Zumindestens die Waffen der beiden Parteien müssen an Ort Stelle gewesen sein. Wer kann das sonst bitte machen? Und wenn wir uns das Ziel des Angriffs anschauen, dann wird es für mich noch klarer. Also, das Ziel war es ja, den Krieg weiter eskalieren zu lassen. Wir stehen hier ganz am Anfang. Das finde ich auch übrigens ganz toll dargestellt, dass nochmal wirklich zu spüren ist, dass die Klonkriege hier erst am Beginn sind und ganz viel Hoffnung noch besteht, dass das Ganze relativ schnell gelöst werden kann. Durch diesen Konflikt soll aber die Eskalation vorangetrieben werden und keine Verhandlungen zwischen den Nemodianern und der Republik zugelassen werden. Es ist ja letztendlich auch gelungen. Ich hätte noch eine Frage zu dem Punkt. Ja. Weil eigentlich war ja die ursprüngliche Idee, dass Palpatine als Botschafter nach Cato Nemoidia reist. Glaubt ihr, das hätte wirklich so enden sollen und dass Obi-Wan einfach seinen Plan mehr oder weniger durchkreuzt hat? Oder dass Palpatine damit gerechnet hatte, dass sich jemand dazwischen schaltet und es an seiner Stelle macht. Ich würde mal sagen, so jemand wie Palpatine hat nicht nur einen Plan. In meinem Kopf hat er da wie Sherlock Holmes so einen Gedankenpalast, in dem er ganz, ganz viele unterschiedliche Strategien entwickelt und entweder für das eine oder das andere hat er einen Plan, wie das dann verlaufen soll. Ich war auch tatsächlich überrascht, wie schnell Obi-Wan Kenobi bereit war, dahin zu fliegen und auch den... Kanzler in Schutz genommen hat. Die Idee, dass der Kanzler in so einem gefährlichen Ort seine Untersuchungen durchführen soll oder dass er die Republik repräsentieren soll, fand er ja überhaupt nicht zu so vereinbaren mit der Situation. Vielleicht hat er auch so eben darauf gehofft, dass die Jedi diese Gefahr auch spüren und in dieser Rolle der Beschützenden zu Hilfe eilen und ihm diesen Spielraum geben. Was mich noch gejuckt hat, war die Frage, von wem weiß Rook, dass es die Separatisten auch waren, dass sie mitschuldig waren an diesem Anschlag? Das wird ja auch bis zum Ende nicht geklärt. Wer ist diese Informationsquelle? Wer ist der Informant oder die Informantin? Da habe ich eine kleine Theorie entwickelt, aber nur weil ich auch Queen's Hope gelesen habe. Da kommt es nämlich zu einem Gespräch zwischen Padme Amidala und dem Neomodianer Oji Nadeep. Die treffen sich in einer kleinen Holo-Konferenz. Nadeep kontaktiert Padme und bittet um ihre Unterstützung. Er möchte sich von Newt Gunray und Senator Lott Dott distanzieren. Der möchte, dass diese Fraktion weniger Macht hat in der Handelsföderation. Und setzt sich dafür ein, dass Lot Dot ausgetauscht wird im Senat. Er will das Ansehen von Cato Nemodia retten. Könnte er es sein, der Rook diese sensiblen Daten gegeben hat oder den richtigen anstoß gegeben hat, hey, wir sind genauso mitschuldig, beziehungsweise eine gewisse Fraktion von uns, die Separatisten, an diesem Anschlag. Das macht total Sinn, weil beide Bücher mit so einem losen Ende geliefert werden und ja, wenn die schon in Zusammenarbeit standen die beiden Autoren, dann macht das total Sinn, ja, finde ich gut. Kommen wir zu unseren Kritikpunkten. Ich denke, wir waren sehr lobreich, haben vieles befürwortet, haben viele tolle Gedanken entdeckt, die Mike Chen platziert hat, aber war alles toll? <laughs> Dascher, was hast du zu bemängeln? Ich wurde unfassbar neugierig darauf gemacht und damit stehen gelassen, wie die Corgibis aussehen. Das finde ich nicht okay. Ja, man kann <laughs> überhaupt nichts zu ihnen finden. Ich habe sie mir jetzt letztendlich als die Hunde dargestellt, vielleicht nur ohne Fell, sondern mit ein bisschen Schuppen. Und sehr, sehr groß. Sie sind größer als Menschen. Ist das alles? Mhm. Sunny, was hat dich gestört? Ich finde es schade, dass es halt so ein loses Ende ist und nicht alle Fragen geklärt werden. Vielleicht wird es noch eine Fortsetzung geben. Vielleicht werden wir damit auch stehen gelassen. Aber mehr Kritikpunkte kommen auch nicht von meiner Seite. Dann überlässt ihr mir wirklich das Feld. Ich habe ein paar Sachen, die mich ein bisschen genervt haben. Oder Sachen, die ich vielleicht mir auch anders gewünscht hätte. Alles aber im guten Glauben. Mike Chen. Erwähnt, glaube ich, zweimal, dass Obi-Wan Kenobi nicht fliegen mag. Ist okay, wir haben es beim ersten Mal verstanden. Außerdem hat er mit Mill Alibeth eine neue, interessante Protagonistin kreiert, aber sich doch wenig um sie gekümmert. Sie hat sich sehr für mich wie ein Instrument angefühlt. Ein Instrument, das dabei helfen sollte, dass Anakin zu seinen Erkenntnissen kommt. Gleichzeitig hat er ihr wenig Tiefe gegeben, wenig Hintergrundinformationen. Und sie erfüllt auch leider so ein Klischee eines altklugen, allwissenden Kindes. Wir wissen nicht, wie alt Mil Elibeth ist. Sie ist eine Initiate. Trotzdem strotzt sie vor so einer Weisheit, vor so einer Klugheit, stellt so interessante Fragen. Und da habe ich gedacht, ach, die weiß für ihr Alter vielleicht ein bisschen zu viel. Darf ich da ein bisschen die Lanze brechen für ihn? Natürlich. Okay. <laughs> ich habe ja bereits in einer der Folgen schon verraten, dass ich Lehrerin bin und unter anderem habe ich viel mit Kindern, jungen Erwachsenen in so einem ähnlichen Alter zu tun. Also ich würde jetzt mal sagen, so Klasse 5, Klasse 4, Klasse 5, eher Klasse 5, weil sie ja immer als etwas älter als die anderen beschrieben wird. Und ich werde immer wieder überrascht. Was für Gedankengänge Kinder in diesem Alter haben. Vor allem, wenn um sie herum die Welt sich so schnell entwickelt, wie sie es auch dort tut. Also, ich weiß, was du meinst. Ich könnte auch teilweise mitgehen, aber eben nicht ganz, weil es durchaus auch in dem Alter Kinder gibt, die unfassbar viel. Durchblick haben. Die können es vielleicht nicht immer in so treffende Worte packen, wie sie es jetzt im Buch getan hat. Ja. Aber ich glaube, wir hätten auch das Buch nicht weitergelesen, wenn sie es so fragen würde, wie es ein echtes zehnjähriges, elfjähriges Kind fragen würde. Aber es ist schon nicht unrealistisch, dass in ihrem Alter Kinder Sachen so checken und durchblicken, wie sie es macht. Und da stimme ich dir auch vollkommen zu. Du hast einen wichtigen Punkt. Genannt, es ist die Art und Weise, wie sie spricht, wie sie diese Sätze formuliert. Und wenn ich mir jetzt zum Vergleich Ahsoka hole, dann sehe ich bei Ahsoka auch eine andere Bilanz, wenn es darum geht, Fehler zu machen. Und bei Mill Elibeth habe ich während des Lesens keinen Moment gesehen, wo sie aus einem gewissen Fehler vielleicht auch etwas lernt, dass sie auch etwas falsch macht. Und das hätte mir zur Abrundung dieses Charakters plus Hintergrundinformation zu ihrer Person dann mehr gefallen. Aber ist es für dich kein Fehler ihrerseits, dass sie sich als allererstes versucht, von der Macht komplett abzuschirmen? Ja, aber tatsächlich sehe ich das als natürlichen Coping-Mechanismus, weil sie eben davon den Vorteil hat, dass sie nicht mehr leidet und nicht mehr diese Schmerzen so intensiv erlebt. Das ist für mich sehr nachvollziehbares Verhalten. Tatsächlich meinte ich mehr unter Fehler die falsche Einschätzung einer Situation, einen Fehler machen, weil man noch gewisse Kenntnisse nicht hat als hm. 8-, 9-, 10-Jährige, weil man das Universum noch nicht so gut kennt. So in die Richtung würde ich plädieren. Gut, da gehe ich komplett mit. Und vielleicht noch mein letzter Kritikpunkt, und das hat etwas mit der Handlung zu tun, mit der Story an sich. Als wir den Kampf zwischen Anakin und Ventress erlebt haben, in diesem Tunnel, gab es den Moment, wo Ventress mit der Macht versucht hat, Mill an sich zu reißen. Sie wollte sie entführen. Da war so ein toller Spannungsmoment. Da hätte die Stimmung so kippen können. Und was ist passiert? Another happy landing. Die Mill wurde gerettet von Anakin und Assange Ventress wurde, ja, verjagt. Ich hätte mir so an dieser Stelle gewünscht, dass Mill doch entführt wird. Was? <laughs> böse, böse. Böse. Aber für die Story dachte ich, wie cool wäre es denn, wenn wir hier diese Tür öffnen könnten, dass wir noch eine Rettungsaktion in einem anderen Buch haben, dass Mill noch eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen könnte. Sie muss gerettet werden. Und für mich gibt es dann auch eine gewisse Fallhöhe, weil das Buch für mich nicht Spannend genug ist. Im Sinne von, was ist das Risiko? Was könnte schief gehen? Anakin nimmt einen Jüngling mit auf eine gefährliche Rettungsmission. Und eigentlich könnten so viele Dinge passieren mit Müll Dadurch, dass sie eben unerfahren ist. Aber es läuft alles glatt. Es scheint so, dass alles glatt läuft. Und deswegen haben mir die Konsequenzen gefehlt, auch für Anakin, dass er vielleicht sieht, oh, ein Jüngling ist noch nicht. Ein Padawan oder ist noch kein Jedi-Ritter. Das heißt, ich muss besonders aufpassen. Wenn ich das nicht tue, kann etwas Schlechtes passieren. Aber wir wollen die Besprechung nicht mit einer negativen Note beenden. Nennt mir doch euren Lieblingsmoment. Der Moment, als Kita dann schon dieses Ausmaß des Bombenanschlags gesehen hatte und er war unfassbar wütend, was da passiert ist, und hat die ganze Nacht über auf so einen Trainingsdruiden eingeschossen und... Irgendwann kommt dann auch Rook dazu und sieht, wie frustriert er auf diesen Druiden einschießt und sagt dann so, ja, yeah, sometimes you just gotta blast a droid or beat the poodoo out of it. Und ich dachte mir, <laughs> Hand aufs Herz, fühlen wir uns nicht manchmal alles so, dass wir einfach nur the poodoo out of it prügeln wollen. Wow, Sunny, ich habe dich nicht so eingeschätzt. Um noch mal das Beispiel von, von Kevin aus der Laserschwert-Folge zu nehmen: Wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und dir fährt mit dem Einkaufswagen schon jemand auf die Fersen und du denkst dir so, ah, just gotta blast the droid. <laughs> Schön. Dasha, was war deine Lieblingsstelle? Es ist bei mir irgendwie ziemlich oft, dass meine Lieblingsstellen am Ende auftauchen. Und auch hier ist es so, dass im Epilog sich die Lieblingsstelle des Buches für mich versteckt. Wir sind hier an dem Punkt, dass Rook aus der Gefangenschaft entkommt und auf eine Druideneinheit trifft und während sie sich professionell versteckt, so im Schlamm eingebuddelt in Blättern, tauchen auf einmal aus dem Nichts zwei blaue Lichtschwerter auf und zerschnetzeln die Druiden Reihe für Reihe und sie sieht nur die blauen Lichtschwerter und wie sie da agieren und dabei bewegen sie sich in absoluter Harmonie, also nicht gleich, nicht synchron, aber unfassbar harmonisch und ergänzen sich gegenseitig. Ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, wer das ist. <laughs> Allerdings endet das Buch dann mit den Worten, gemeinsam waren sie unaufhaltsam. Und ich fand das schon für sich ziemlich cool. Aber dann habe ich im Anschluss an das Buch sofort Episode 3 angemacht. Und was springt mir als allererstes in die Augen? Die Schlacht von Coruscant und Obi-Wan mhm. und Anakin fliegen gemeinsam, wunderschön synchron miteinander durch das Schlachtfeld. Und diese Szene wird so schön gezeigt und sie bilden dort wieder eine unfassbar schöne Einheit. Und ich weiß, dass da theoretisch noch einige Zeit dazwischen liegt. Aber dennoch finde ich, dass Mike Chen dieses Ende so gut gewählt hat, dass wir wirklich vom Gefühl her... Von dem einen in das andere geleitet werden. Und es lässt das Buch einfach wunderbar in die Filme ergänzend einfließen. Oh, sehr schön. Wunderbar. Danke. Meine Lieblingsstelle kommt von der Figur, die ich gerade eben so durch den Schlamm gezogen habe. <laughs> der Satz: Du musst nicht der Sonnendrache sein. Ich war so überrascht und neidisch, dass Mill diesen Gedanken. In ihrem Alter schon fassen konnte. Denn ich habe meine Zwanziger damit verbracht, eben das auch herauszufinden. Du musst nicht X sein. Dieser Satz hat für mich persönlich so eine tiefgreifende Wirkung und auch Auswirkung auf mein Handeln und so wie ich mich sehe und so wie ich mich sehen möchte. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe für das ganze Leben, sich mit seiner eigenen Programmierung auseinanderzusetzen. Wie haben mich meine Eltern gesehen? Wie haben mich meine Freunde gesehen? Wie habe ich mich selbst gesehen? Welche Geschichten habe ich mir selbst erzählt, um gewisses Handeln zu legitimieren? Das alles steckt bei mir in diesem Satz drin, aber auch die Befreiung, hör mal, so wie du dich selbst siehst, so muss es vielleicht gar nicht sein. Du hast immer die Option, du hast die Freiheit, anders zu handeln. Und dein Handeln, das ist ja auch ein Star Wars-Thema. Ist im Endeffekt wichtiger als wer du bist. Denn was ist schon sein? <laughs> Diese kleine Frage. Kommen wir zum großen Finale unserer Bewertung. Wir können maximal fünf Küberkristalle vergeben für dieses Stück Star Wars. Fangen wir an mit Dasha. Ich gebe dem Buch vier von fünf Küberkristallen, denn ich finde es. Im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und den einzigen Kristall muss ich abziehen dafür, dass das Buch dann doch nicht ganz geschafft hat, mich von der Geschichte her groß zu überraschen. Was ja aber auch verständlich ist, wenn wir eigentlich wissen, wie das Buch ausgeht. Deswegen 4 von 5. Sani, wie sieht es denn bei dir aus? Hättest du mich nach dem ersten Mal lesen gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich alle Kristalle vergeben, weil der einzige Punkt, der ihm auch im Wanken steht, ist der Punkt mit den überraschenden Wendungen. Im ersten Mal lesen habe ich ein paar Stellen nicht mehr ganz so im Gedächtnis gehabt und es blieb bis zum Ende spannend für mich. Aber ab dem zweiten Mal lesen merkt man schon sehr schnell, wohin es denn gehen wird. Und deswegen schließe ich mich dir voll an und würde auch vier von fünf Kuiperkristallen vergeben. Ich liege mit meiner Bewertung ein bisschen drunter. Bei mir ist ganz klar, ich mag das Buch sehr. Es hat meine Erwartungen größtenteils erfüllt. Sprich, ich habe einen Einblick in das Innenleben von Anakin und Obi-Wan bekommen. Tolle Einbettung, kohärent mit dem, was kam und was noch kommen wird. Enttäuscht wurde ich aber, weil mir der Mut gefehlt hat, tiefer in die Fantasien und Wünsche hineinzublicken, über das hinaus, was man eben aus Clone Wars kennt. Ich bin mir auch bewusst, dass die Story Group bei Star Wars immer ein waches Auge hat und man sehr vorsichtig umgeht mit den Legacy Figuren. Wofür ich aber weniger Verständnis habe, ist wie eben erwähnt der Umgang mit Spannungsaufbau und den Risiken, denen unsere Charaktere ausgesetzt sind. Ich vergebe 3,75 kyberkristalle mit der Hoffnung, dass Mike Chen weitere Romane schreiben darf. Wir kommen somit zum Ende unserer Besprechung. Ich bedanke mich bei euch Dasha und Sunny für eure wertvollen und interessanten Perspektiven und ein großes Dankeschön an alle Zuhörenden die trotz Kevins Abwesenheit sich entschieden haben, uns zuzuhören. Ich wünsche euch alles Gute und möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank, Nikolaus. Vielen Dank, Sunny. Tschüss. Tschüss. Ciao.